Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 133 vom 9. März 2019, heute als Lage live aus dem Haus der Kulturen der Welt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Berlin. Ja. Das ist doch auch schön, ne? Ja, ganz wunderbar. Also es ist wirklich einer der schönsten Säle so in Berlin und dass so viele gekommen sind, ist natürlich echt... Ganz herzlich willkommen. Ganz wunderbar und ein Riesenkompliment und wir fühlen uns natürlich furchtbar geschmeichelt. Das ist wirklich, wirklich ganz toll. Ja, ganz das toll. Ist ein ganz tolles Bild. Genau. Vielen Dank. Wir machen kurz Hausmitteilung. Du wolltest, dass wir auf die Lage in Bremen kurz hinweisen? Ja, ganz genau. Genau, vor der, beide Lage live ist vor der nächsten Lage live. Wir haben dieses Mal sogar ein Double Feature vor und zwar geht's in etwa 4 Wochen nach Bremen. Da sind wir samstagmorgens im Bremer Presseclub. Da könnt ihr euch beim Bremer Presseclub anmelden, wenn ihr mögt, unter freiraum.fm und am Abend vorher, am Freitag, dem 12. April, werden wir eine Lage live in Bremen veranstalten und das heißt also, da gibt es noch keine Tickets, gibt es bald. Wer aber Lust hat, sich das schon mal in den Kalender einzutragen, von den Bremerinnen und Bremern ist dazu herzlich eingeladen. Kann das machen, genau. Am Schluss machen wir das wie immer bei einer Lage live, als genau. Mit gutem Brauch. Gibt es die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, dass wir das hier so ein bisschen debattieren. Wie immer machen wir das am besten, indem ihr eine E-Mail schickt an team@lagedernation.org. team@lagedernation.org und die Frage bitte nicht irgendwo hinschreiben, sondern einfach in die Betreffzeile eine kurze Frage. Fragen, die da nicht reinpassen, zählen nicht, genau. Sondern Frage in die Betreffzeile und wir scrollen die dann durch und beantworten nur uns genehme Fragen, wie wir das sonst auch machen. Genau. WLAN gibt es jetzt ja hier, das habt ihr gesehen, das hat Martin gesagt und in diesem Sinne würde ich sagen. Würde ich sagen, kommen wir schon zum ersten inhaltlichen Thema und zwar als große Freunde des schlechten Witzes können wir eigentlich nur mit einem Thema anfangen. So sieht's aus. Annegret Kramp-Karrenbauer ist natürlich unser Thema der Woche. Da haben wir eine Menge zu sagen, glaube ich, was noch nicht von allen gesagt wurde. Genau, aber das nach einer klitzekleinen Pause. Werbung. Lass deine Steuer doch machen. Das bekommen viele zu hören, die keine Lust oder keine Zeit haben, ihre eigene Steuererklärung zu erledigen. Doch für eine normale Einkommensteuererklärung braucht ihr keinen teuren Steuerberater. Denn es gibt seit über 45 Jahren die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, die VLH, Deutschlands größten Lohnsteuerhilfeverein mit über 1 Million Mitgliedern, 3000 Beratungsstellen und Beratern in eurer Nähe. Die machen euch eure Steuererklärung und zwar ohne, dass ihr arm werdet. Denn die Kosten hängen vom Einkommen ab, ihr müsst nur Mitglied werden. Die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern aber erlassen, wenn ihr bis zum 31.12., also bis zum Ende des Jahres, Mitglied werdet mit dem Stichwort Podcast. Alle Details und wie ihr Mitglied werdet, findet ihr unter vlh.de. Also vergesst nicht, eure Steuer zu machen, es lohnt sich vor allem, wenn ihr sie über die VLH machen lasst. Alle Infos unter vlh.de. Werbung. Also das Thema ist, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, macht einen Witz. Sie ist Vorsitzende der CDU. Ich muss mich mal ein bisschen zu dir umdrehen. Ja genau, das ist so das wenig ist kommunikativ ja gar nicht hier. Genau. Ja, genau. Mensch, so, Philipp. Oh, guck mal. So, jetzt, so ist doch hübsch. Jetzt geht der Stecker ab hier, jetzt, du. Ja, genau. Ich muss mal ein bisschen läuft auch die Aufnahme noch? Ja, die Aufnahme läuft. Ja, genau. Das war nur der Stromstecker, da muss man sich keine Sorgen mit Sorgen machen. Genau. So. Also sie war, sie ist CDU-Vorsitzende, wahrscheinlich Merkels Nachfolgerin oder hat gute Chancen zumindest, sie zu werden. Und die war also auf dem Stockacher Narrengericht. Ja, das ist so eine sehr, also ist glaube ich im Mittelalter losgetreten worden. Letztlich ist das so ein Höhepunkt der Fastnacht im Südwesten und vor diesem Narrengericht werden halt immer Persönlichkeiten der Landes- und Bundespolitik angeklagt. Ja, und so war halt auch Annegret Kramp-Karrenbauer dort angeklagt. Ja, das finde ich nebenbei schon mal ganz interessant mit diesem Anklagen, denn das verweist ja so ein bisschen auf einen der vielen Grundgedanken hinter dem Karneval, ne? Oder hinter dem Fasching in diesem Fall im Südwesten. Klar, da gibt es alle möglichen, wie soll ich sagen, so eher mythologischen Hintergründe. Wir wollen jetzt böse Geister vertreiben und so. Aber der Karneval, insbesondere im Rheinland, hat ja auch sowas sehr Anarchisches. Ne? Es geht ja schon auch so ein bisschen darum, sich über die Autoritäten, vor allem damals die preußischen
deutschen Besatzungssoldaten im Rheinland irgendwie lustig zu machen und Autoritäten zu dekonstruieren. Und offensichtlich scheint es sowas auch im Südwesten zu geben, denn wenn man da irgendwie so Autoritäten quasi rituell anklagt und die sich dann verteidigen müssen, dann werden sie ja schon so ein bisschen auf Normalmaß zurechtgestutzt. Genau, und die Anklage, und das fand ich noch mit den besten Witz an dieser ganzen Geschichte, war sie wegen Missbrauch Minderjähriger, weil sie Paul Ziemiak zu ihrem Generalsekretär gemacht hat, so ein Jungspund, den sie da beim Tanzen von der Tanzfläche irgendwie gezogen hat und gesagt, du bist jetzt Gensek. Aber dann… Immerhin war er vorher natürlich schon alter Politprofi, denn er war irgendwie Vorsitzender der Jungen Union. Genau. Also nach allem, was man so hört, ist er ja erfahrener Apparatschik. Ne? So, und also Kramp-Karrenbauer war also in dieser Situation, dass sie dort angeklagt war und sich verteidigen musste als Frau. Also, ne, und sie hat dann also ganz lange so gegen das Machotum gewettert und ihre ganze Rede, der rote Faden war sozusagen das Anwettern gegen Männer und so, wie sie geworden sind. Und dann kam irgendwann dieser Absatz. Und dann, das ist ja wohl der Gipfel, wird uns Frauen vorgeworfen, selbst ist die Frau. Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja. Also, ich bin schon beim Vertreter der Latte Macchiato-Fraktion. Trinkst du gerne, Philipp? Können wir das natürlich so nicht stehen lassen. Du klopfst hier auf die Brust, ja? Absolut. Ich habe gesündigt. Also ich finde erstmal bemerkenswert an diesem kleinen O-Ton, den wir da gespielt haben, dass man ja schon an ihrer Stimmlage hört, wie sie sich so richtig pudelwohl fühlt in diesem Fasching, oder? Findest du das nicht auch, Philipp? Wie man hört, so, wie sie voll entspannt diesen Witz da erzählt, sich auch nicht verhaspelt oder so, sondern so richtig souverän, den so irgendwie runterspricht. Großartig, ne? Sie ist einfach eine ganz erfahrene Stimmungskanone. Das hört man ist mehr. Jetzt Ironie, ja? Findest du? Ja. Ich habe gehört, ich weiß, es ist beim Radio immer schwer zu distribuieren. Manchmal. Also, ich weiß nicht, wir sitzen ja hier auf der Bühne. Ja. Ne? Ich weiß, Ironie online funktioniert ja nicht, weil ich dachte, genau. Ich versuche es okay, mal. Okay, also sie war so ein bisschen verspannt. Aber bevor wir sozusagen auf diesen Witz mal eingehen, müssen wir ihn, glaube ich, mal dekonstruieren, weil er in erster Linie schon mal ein schlechter Witz ist. Genau. Er funktioniert einfach nicht. Das ist das Geile, ne? Das sagt ja schon alles über einen Witz, wenn man ihn erklären muss. Ja? Ja. Aber das machen wir jetzt trotzdem, weil sonst das Zerlegen nicht funktioniert. Sie sagt, Frauen müssen selbstständig sein, weil Männer total verweichlicht sind und sozusagen nicht mehr alles für die Frauen machen können, was sie früher für die Frauen gemacht haben. Siehe Latte Macchiato-Fraktion. Die sind ja so verweichlicht, dass sie nicht mal wissen, ob sie im Stehen oder im Sitzen pinkeln wollen. Und deswegen erfinden sie Toiletten für das dritte Geschlecht. Okay. Das ist die Logik des Witzes. Das muss man sich erstmal überlegen. Das genau. Ist schon soziologisch einigermaßen komplex, ja. So, ja. Das ist, also, das musste erstmal, passt eine ganze Menge nicht zusammen. Ja. Denn, also, Toiletten für das dritte Geschlecht erfinden, ja. Also, dritte Geschlecht sind Menschen, die sich weder Frau noch Mann zuordnen, aus verschiedenen Gründen, entweder nicht wollen oder nicht können. Wie sehen Toiletten für diese Menschen aus? Sie haben einen Kloschüssel und sie haben ein Pissoir. Sind also im Prinzip Männerklos, die nur ein bisschen umgelabelt sind. Genau. Draußen ist ein Schild dran, Unisex oder für alle oder irgendwas. Das sind sozusagen Toiletten für das dritte Geschlecht. Also erfinden muss man da nicht so wahnsinnig viel. Dritte Geschlecht haben wir gesagt, ne? Verfassungsgericht hat auch die Meldeämter jetzt oder zwar sie dazu gezwungen, dass die auch ihren Status so eintragen können. Genau. Deswegen ist das bekannt geworden. Ja, und das finde ich, das sollte man an der Stelle schon nochmal ganz kurz sagen. Das mit diesem dritten Geschlecht ist ja gerade nicht irgendeine Schnapsidee von, keine Ahnung, dem Berliner Justizsenator Dirk Behrendt, ja, der dafür. Auch mit der Latte Macchiato-Fraktion? Ja, jedenfalls, wenn man der Bild-Zeitung glaubt, ne? Die Springerpresse hat ihn ja furchtbar verprügelt dafür, dass er einen Beschluss aus dem Koalitionsvertrag hier in Berlin umgesetzt hat und sich mal überlegt hat, wie machen wir denn das in der Justiz mit diesen Klos. Aber wie gesagt, das ist eben gerade keine Schnapsidee von irgendwelchen Roten oder Grünen, sondern das ist letzten Endes eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die beruht auf Erwägungen zur Menschenwürde dieser Menschen, die eben sich weder als Mann noch als Frau empfinden. Ja, und das ist jetzt nicht irgendwie eine moderne Schnapsidee, sondern das Bundesverfassungsgericht hat das ja sehr genau geprüft und gefragt, ist das für diese Menschen denn jetzt wirklich so? Ist das denn für die existenziell? Stehen die sich wirklich nicht als Mann oder als Frau oder ist das jetzt einfach nur eine Schnapsidee? Und wenn man diese Entscheidung mal liest, dann wird einem sehr schnell klar, dass das eben für diese
diese Menschen eine große emotionale Bedeutung hat, eine existenzielle Bedeutung. Und also ich finde es schon mal sehr irritierend, wenn jemand, der möglicherweise mal in tragender Funktion Verantwortung übernehmen will in Deutschland, einfach diese Gruppe von Menschen, Zehntausende von Menschen auf diese Art und Weise der Lächerlichkeit preisgibt. So, und also Problem, haben wir gesagt, ist ein schlechter Witz. Ja. Problem ist aber auch, was da durchspielt. Also erstmal so ihr komisches, tradiertes, sagen wir mal, Rollenverständnis von Männern und Frauen finde ich merkwürdig. Ja, dann, dass Frauen nur dann zum Zuge kommen, wenn Männer quasi verweichlicht sind und ihre Füße in Latte Macchiato baden. Also quasi die Frauen sind nur da für die Lücken, die die Männer lassen. Ja? Genau. Aber die Frauen können sich von alleine keine eigenen Räume für Aktionen nehmen. Ja, das finde ich schon mal einigermaßen bizarr. Aber und gut. Dann die Unterstellung, dass Klos, Passepartout für Einrichtungen für Minderheiten, eigentlich eine Hipster-Idee sind. Ja. Ja? Ja. Also was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Klos einzurichten für, in dem Fall, Menschen mit einem dritten Geschlecht oder Minderheiten insgesamt. Ja, wie Gaga, das ist, wird einem klar, wenn man mal so eine Parallele zieht, zum Beispiel zu barrierefreien Zugängen. Ne? Es gibt ja erfreulicherweise immer mehr öffentliche Einrichtungen, an denen dann nicht nur Treppen sind, um da reinzulaufen, sondern wo es auch Rampen gibt, damit man zum Beispiel im Rolli reinfahren kann. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch AKK niemals auf den Gedanken gekommen wäre, sich über Rampen für Rollifahrer lustig zu machen. Ne? Weil das einfach eine Minderheit ist, wo man quasi deren Bedürfnisse deutlicher sieht, wenn man sich physisch vorstellen kann, man kommt halt sonst nicht rein. Aber ich denke mal, von jemandem, der einfach in so verantwortungsvoller Position arbeitet, heute schon und noch in verantwortungsvollerer arbeiten möchte, da würde man doch erwarten, dass der so ein bisschen Sensibilität aufbringt für die Bedürfnisse auch von Minderheiten. Ja, ich würde auch sagen, die Aufregung war natürlich entsprechend. Es haben alle möglichen Linke, Grüne, Schwulen, Lesbenvereine etc. großen Radau gemacht und Skandal geschrien. Und mir lag das irgendwie so ein bisschen am Herzen, weil ich finde, dass deutet schon auf einen, sagen wir mal, allgemeingesellschaftlichen Umgang hin. Deswegen sollten wir das hier nochmal auseinanderflattern. Ich finde nicht, dass sie zurücktreten sollte. Ich finde, diese Witze kann man machen, denn Witze an sich sind ja immer im Kern meistens tabubrechend, verletzend, ja, basieren auf Ressentiments, spielen zumindest damit. Ja, greifen Material die auf, ne? Von Witzen ist eben sowas wie ein bisschen Rassismus, Sexismus, das kommt schon vor. Ich will das nicht gutheißen, aber dass sozusagen der Witz ein Tabu bricht und auch verletzt, ja, und ausgrenzt durch derjenige, über den gelacht wird, der ist ausgegrenzt, so, das ist schon in diesen Witzen mit drin. Ich finde nur, dass der Witz eben aufgrund dieser Eigenheiten eine Waffe ist und man muss gucken, wer sie gegen wen einsetzt. Und ich finde, es gibt da sozusagen drei Kategorien. Man kann einmal den Witz von oben nach unten machen. Das ist das, was Kramp-Karrenbauer die ganze Zeit macht. Sie nutzt sich sozusagen, sucht sich Schwächere aus und macht sich über die lustig. Du kannst Minderheiten, sagen wir mal, machen Witze über sich selber. Ja, das ist so eine Art, würde ich sagen, kann man, also Judenwitze, du kannst ja bestimmte Judenwitze, die Juden über sich selber machen, kannst du ja 1:1 auf ein rechtes Nazi-Block setzen und es würde nicht weiter auffallen. So. Ja, der Unterschied ist eben, dass den Juden über sich selber machen oder Minderheiten über sich selber machen und dass das dann auch als so eine Art Selbstreflexion und auch ein bisschen Traumabewältigung für viele gelten kann, um halt das Unsagbare mal aussprechen zu können. Also quasi Witze über sich selber sind völlig in Ordnung. Das ist im Gegenteil, ist sogar total sympathisch, wenn man sich selber nicht so furchtbar ernst nimmt. Ne? Witze von unten nach oben sind im Grunde das Wesenselement des Karnevals. Fasching etwas weniger, aber jedenfalls des Karnevals im Rheinland. Man macht sich lustig über die Preußen, ne? Deswegen auch diese merkwürdigen Uniformen, deswegen irgendwie das Kölsche Dreigestirn und so. Also das ist die Idee vom Karneval. Aber da sagst du ja völlig zu Recht, Philipp, das hier geht genau anders. Ne? Hier werden Witze von oben auf Kosten von Minderheiten gemacht. Genau, und ich finde, das ist eine Charakterfrage. Ich finde, man kann Menschen ganz gut daran beurteilen, wie sie mit Menschen umgehen, die schwächer sind als sie oder weniger Macht haben sie als sie. Man kann das machen. Man kann das machen wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Es ist nur einfach billig, charakterlos und zu simpel. Als wenn es so wie so ein Schulhof-Bulli, ne? Ja. Ja. Also ich kann auch, weißt du? Ich kann mich auch mit meinen Nachbarn, erwachsenen Nachbarn zusammentun und gegen die 10 Kids bei uns in der Straße spielen. Ja. Ja, 10-0 gewinnen und sagen, wir sind die Helden. Yes! Herzlichen Glückwunsch, genau. Ja. Ab geht's. Ja, genau. Ja, und die Kinder noch fertig machen. Und kann man machen. Ja, aber man darf nicht erwarten, dass einen jemand respektiert, ja, dass jemand glaubt, das sei irgendwie vorbildhaft. Ja, und von der Vorsitzenden der größten Partei Deutschlands erwarte ich einfach was anderes, als ob es keine anderen Witze gibt. Ja. Weißt du, ich meine, die Böhmermanns dieser Welt, man kann über ihn sagen, was man will, aber der legt sich mit Erdogan an.
Und das ist dafür muss man auf gut Deutsch schon mal Eier in der Hose haben. Ne? Ganz ehrlich, absolut. Denn mal ganz ehrlich, das hat ihn ja persönlich auch gewissen Gefahren ausgesetzt. Ne? Es gibt in Köln, wo er ja nun mal lebt, in der Gegend da gibt es natürlich reihenweise fanatische Erdogan-Anhänger. Ne? Ich hörte neulich so eine Geschichte, wo einem jungen Pärchen irgendwie die Scheibe eingeworfen wurde mit Steinen, weil sie ein Anti-Erdogan-Plakat aufgehängt hatten, als da diese Moschee eingeweiht wurde in Köln, die irgendwie maßgeblich mit Unterstützung von türkischen Behörden irgendwie, glaube ich, finanziert oder gebaut wurde jedenfalls. Ne? Da gab es dann halt so eine Jubeldemo von irgendwelchen Erdogan-Freaks und dafür, dass sie da ein Protestplakat aufgehängt hatten, wurde ihnen die Scheibe eingeworfen. Ne? So viel also mal zur Stimmung da in Köln und insofern würde ich auch sagen, also das war von Jan Böhmermann wirklich eine ziemlich reife Leistung, so derart klare Worte gegen Böhmermann, gegen Erdogan zu finden. Ja, und ich glaube, das ist auch im Prinzip von... Ja, gegen Böhmermann übrigens auch. Ne? Das war das, was ich eben noch sagen wollte. Er ist ja zum Beispiel auch sehr selbstironisch und zieht sich selber ständig durch den Kakao. So, insofern, ne? Das ist also, cool. Ja. Ich finde, so Leute, also sag mal, ja, also Leute, die gute Witze machen, die überlegen sich ein bisschen, gibt's auch gute Witze, die vielleicht nicht nach unten tretend sind? Mhm. So, finde ich, kann man machen. Und was bei AKK noch dazu kommt, finde ich, sozusagen, sie ist Wiederholungstäterin. Sie ist Wiederholungstäterin, also gut, okay. Aber was, finde ich, noch dazu kommt, ist, bei ihr ist das ja eine Strategie. Bei ihr ist das ja kein Fauxpas oder sowas, sondern sie ist jetzt damit beschäftigt, innerhalb der Partei diejenigen hinter sich zu sammeln und für sich zu begeistern, die bei der Abstimmung für Friedrich Merz gestimmt haben. Und sie ist dabei, weil sie sich nach links nicht profilieren kann, weil die CDU eigentlich nicht weiter links stehen kann, nee, sondern sie sammelt. Da kommt ja dann gleich Olaf Scholz. Rechts. Ja. Ja. Genau. So, das macht sie. Ja, ist doch so. Ist so, hast recht. Traurig, aber wahr. Ja. Ja. Aber das macht sie mit solchen Nummern. Ja. Also mir kann keiner erzählen, dass das nicht auch ein bisschen Kalkül ist. Weißt du, die ja, weiß das mit dem Fernsehen übertragen, ja, und so weiter und so fort. Das macht es jetzt natürlich nicht besser, ne? Wenn man, nein, natürlich aus politischem Kalkül auf Minderheiten draufklopft. Du instrumentalisierst das, Minderheiten, ja, für deine Zwecke. Kann man machen. Aber muss man nicht. Und aber muss man nicht. Ja, als jemand, nicht, der irgendwie Charakter hat, man macht es einfach. Ja, und dazu muss man eben auch sagen, Stichwort Wiederholungstäterin, dass sie ja schon verschiedentlich versucht hat, sich auf Kosten von Minderheiten zu profilieren. Ne? Sie ist ja zum Beispiel auch gegen die sogenannte Homo-Ehe gewesen und hat dagegen polemisiert. Das hatten wir in der Lage auch schon mal, indem sie das in eine Reihe mit Polygamie und Inzest gestellt hat. Ne? Also das ist schon auch ein hartes Wort, das sie da damals gewählt hat. Ich weiß gar nicht, 2015, 2016 war das. Insofern, also wie Philipp schon gesagt hat, ich denke, das ist jetzt kein Fall, wo man gleich zurücktreten muss, aber wir werden da jetzt sehr genau hinsehen, denn und ich hoffe einfach, dass sie da doch mal drüber nachdenkt, wie man einfach bestimmte Minderheiten auch in der Öffentlichkeit darstellt. Kommen wir zu einem anderen schlechten Witz, der uns schon eine Weile beschäftigt, die Reform des Urheberrechts auf der europäischen Ebene. Genau. Das und hatten wir schon ein paar Mal im Programm. Genau, und wir wollen jetzt ja hier nicht spielen, täglich grüßt das Urheber-Murmeltier. Deswegen versuchen wir in dieser Lage da einen neuen Aspekt zu beleuchten. Und zwar hat uns nämlich interessiert, wieso das Urheberrecht eigentlich für uns alle so wichtig ist. Das hatten wir, also wir haben das immer so über die Details gesprochen und da jeder Paragraph und der Absatz 1, 2, 3 und so. Dabei ist uns so ein bisschen das größere Bild aus dem Rahmen gefallen, habe ich so das Gefühl. Ganz genau. Und die Frage dabei ist nämlich einfach, warum geht das Urheberrecht uns alle etwas an? Und das kann man in wenigen Sätzen eigentlich zusammenfassen, denn es geht beim Urheberrecht, jetzt insbesondere bezogen auf das Internet, ja einfach darum, wer darf was in diesem Internet veröffentlichen, ja, indem er es selber hochlädt oder indem er es als Betreiber einer Plattform im Internet auf seine Seite stellt, was irgendwelche User der Plattform hochgeladen haben. Es geht also letztlich um das Recht, geistige Schöpfungen zu verbreiten. Ja? Und früher war das die Frage, darf ich ein Musikstück abschreiben, ja? Darf ich quasi eine Partitur kopieren? Früher ging es um die Frage, darf ich ein Buch verlegen zum Beispiel, über welche Rechte muss ich dazu möglicherweise erwerben. Es geht also immer um die Frage der Vervielfältigung und Nutzung von geistigen Schöpfungen. Ja, Stichwort Schöpfung ist auch ein wichtiges Stichwort. Nicht alles ist urheberrechtlich geschützt. Man braucht immer eine sogenannte Schöpfungshöhe. Man kann das auch so ein bisschen bildhaft umschreiben als geistige Fallhöhe. Ja, also drei Wörter in einer Reihe sind jetzt im Zweifel noch keine geistige Schöpfung, aber wenn es irgendeine Form von Niveau hat, wo man schon so ein bisschen länger drüber nachdenken muss, dann ist irgendwann die nötige Schöpfungshöhe erreicht. Da gibt es eine weit ausdifferenzierte Rechtsprechung, können wir nicht alles nachzeichnen. Aber wir sind Papst, fand ich zum Beispiel nicht schlecht. Wir sind Papst, sind drei Buchstaben oder drei Wörter vielmehr, wo man schon sich überlegen kann, ob das nicht möglicherweise reicht, aber es ist knapp. Aber alles bei der Bildzeitung. Jedenfalls erfasst dieses Urheberrecht eben sehr, sehr viel. Ja? Texte, Bilder, Kompositionen, Musik, im Grunde so alles, was man mit Kreativität und geistiger Leistung auf die Beine stellen kann. Und spannend ist natürlich, wieso hat sich denn die Bedeutung dieses Urheberrecht so
gewandelt. Früher hat ja kein Mensch sich darüber Gedanken. Nee, genau. Früher brachte es nur irgendwelche Autoren oder Verlage oder große Labels. Und das ist halt, hat sich verändert, weil wir halt heute alle irgendwie Urheber sind. Wir mixen irgendwas, man macht ein Video mit einer Musik im Hintergrund etc. pp. Man mischt sozusagen unterschiedliche Werke und veröffentlicht die auf sozialen Netzwerken. Wir schreiben was auf Facebook. Wir schreiben was auf Facebook. Wenn das mehr als eine oder fünf Zeilen sind, ist man irgendwann auch über die Schwelle der Schöpfungshöhe mit möglicherweise hinaus. Ne? Und deswegen soll also dieses Urheberrecht reformiert werden. Wie gesagt, Stand der Dinge haben wir schon gesagt, können wir noch kurz zusammenfassen. Stand ist, dass die Kommission, das Parlament und der Rat in diesem sogenannten Trilog sich geeinigt haben. Es fehlt aber noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Die Abstimmung würde für Ende März jetzt angesetzt. Genau, und was nämlich der Plan war beim Ganzen, das war der Schlusssatz zu dem Block davor, das Urheberrecht soll eigentlich fit gemacht werden für das Internetzeitalter. Das war immer so die Idee. Alle waren sich eigentlich einig, das Urheberrecht stammt aus dem analogen Zeitalter, wo man eben nicht so einfach mal Dinge ins Internet stellen kann, und es sollte jetzt fit gemacht werden für die besonderen neuen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Und wie gesagt, da gab es einen langen Prozess, ja, es hat etwa 5 Jahre gedauert, das abzustimmen, was jetzt im Europäischen Parlament Ende März abgestimmt werden soll. Aber darüber haben wir jetzt wiederum schon gesprochen, es regt sich massiver Widerstand. Genau, es regt sich massiver Widerstand. Es gibt halt Demos, die angesetzt sind für den 23. März. Und hat es jetzt auch viele Proteste im Netz etc. gegeben. Und dann war die Reaktion der EVP, der konservativen Fraktion im Europaparlament, dann ziehen wir die Abstimmung vor. Ja. Bevor das jetzt große Proteste gibt und sich da möglicherweise noch einige umstimmen lassen, stimmen wir lieber eher ab. Das war sozusagen mehr oder weniger ein heimlicher Versuch. Der wurde dann öffentlich, dann gab es Spontan-Demos. Ja. Julia Reeder hat das nämlich wieder veröffentlicht. Ne? Die ist ja da sehr, sehr heiß hinterher. Die Idee war eben wirklich, das so undercover zu machen. Genau. Damit ist man nicht groß an die Öffentlichkeit gegangen, sondern es sollte so quasi als Überraschung im Parlament eben schnell abgestimmt werden. So, ne? Das ist natürlich, demokratiemäßig ein ziemlicher Fail. Das ging dann auch nach hinten los. Es gab diese Spontan-Demos und dann ist die EVP zurückgerudert. Genau, also mehrere tausend Leute haben zum Beispiel hier in Berlin vor der CDU-Zentrale demonstriert und sowas skandiert wie: Hier sind die Bots. Ne? Weil ja immer der Vorwurf war der EVP, das sind alles gar keine Menschen, die da zum Beispiel Protest-E-Mails alles schreiben. Alle von Google gesteuert. Weil sie ja E-Mails mit Google-Account schicken. Ja, ne? Wenn eine E-Mail von Gmail kommt, das muss ja ein Google-Mitarbeiter sein. Ohne ein Google-Bot. Ja. Ja. Kein Witz, ja, das habe ich irgendwie getwittert. Ja? Man staunt. Jedenfalls ist jetzt also dieser sag ich mal, Undercover-Plan, die Abstimmung einfach mal 2 Wochen vorzuziehen, der ist gescheitert. Die Abstimmung findet jetzt nach wie vor nach dem 23. März, dem europaweiten Aktionstag, statt. Aber man muss offen sagen, der Ausgang dieser Abstimmung im Europäischen Parlament ist völlig offen. Denn gegenüber der letzten Abstimmung im Parlament müssten mehr als 100 Mitglieder des Europaparlaments die Seiten wechseln, damit diese Richtlinie doch noch abgelehnt würde. Genau, also gegen diesen Stimmungsumschwung spricht bisher vor allem eine deutsche Bewegung. Genau, das ist der Punkt. Ne? Diese Demos zum Beispiel, die für den 23. geplant sind, sollen fast alle in Deutschland spielen. Es gibt außerhalb von Deutschland nur eine Demo in den Niederlanden, in Österreich und in Luxemburg, jeweils eine Demo, und 6 sind angekündigt in Polen, aber alle anderen europäischen Staaten sind bislang auf der Demo-Landkarte noch weiße Flecken. Mit anderen Worten, ist so ein bisschen unklar, ob denn tatsächlich das reichen kann, wenn das eben nur eine Bewegung ist, die in einigen wenigen EU-Staaten, jedenfalls auf der Straße, spürbar ist. Genau. Ne? Und außerdem hat noch keiner der Mitgliedstaaten wirklich gegen die Richtlinie gestimmt. Also, ja. Ne? Ja. Und kann aber trotzdem sein, sagst du, dass sie durchfällt? Ja, also es haben schon ein paar Mitgliedstaaten dagegen gestimmt, aber aus den anderen großen Mitgliedstaaten hat kaum ein Parlamentarier dagegen gestimmt. Ach so, meinst du? Ja, okay. Also nicht die Staaten selber, aber wenn man sich mal so anguckt, zum Beispiel aus Frankreich, hat bislang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur ein einziger Abgeordneter oder eine Abgeordnete, weiß nicht mehr, gegen die Reform gestimmt und alle anderen sind dafür. Trotzdem kann es durchaus noch sein, dass die Richtlinie durchfällt, denke ich mal, ist wirklich offen. Denn die Richtlinie wurde gegenüber dem, was das Parlament sich so überlegt hatte, in diesen Trilogverhandlungen deutlich verschärft. Ne? Interessanterweise ist mir das jetzt schon häufiger aufgefallen, aber auch hier ist es wieder zu bemerken, dass die Mitgliedstaaten im Rat oder über den Rat sehr häufig Positionen vertreten, die deutlich näher an Industrieinteressen sind und deutlich weiter weg vom Volk. Insofern ist es schon so, dass das Europäische Parlament quasi die volksnächste Position hat und dann häufig versucht, die gegen die Mitgliedstaaten
da durchzusetzen. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel hier wieder, weil das was ist, was man häufig beobachten kann. Und das wiederum, finde ich, ist auch relativ leicht zu erklären. Ne? Das Europäische Parlament wird ja direkt gewählt. Das heißt, die Leute sind direkt den Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich, während die Regierungen zwar auch irgendwie aus Wahlen hervorgehen in Europa, aber eben deutlich weiter weg sind. Und da ist einfach der Einfluss von organisierten Industrielobbyisten wesentlich größer als beim Europäischen Parlament. Finde ich total interessant. Denn in der Theorie sind ja diese Vertreter im Rat auch gut legitimiert. Ja? Stichwort Jürgen Habermas, da gibt es so diese Legitimationsketten. Man wählt erst das Parlament und das wählt dann eine Regierung und die Regierung schickt dann Leute nach Brüssel. Alles wunderbar, alle wunderbar legitimiert. Aber wie man eben hieran wieder sehen kann, in der Praxis funktioniert das nicht. So einfach ist es nicht, weil die Lobbyisten eben einfach auf diesen vielen Zwischenschritten der Legitimationskette dann immer wieder die Möglichkeit haben, irgendwie reinzugrätschen. Und im Ergebnis sind dann im Rat über die Mitgliedstaaten vor allem Industrieinteressen präsent. Und so ist es auch hier wieder gewesen. Ne? Die Richtlinie wurde im Trilog deutlich verschärft gegenüber dem, was das Parlament eigentlich wollte. Und deswegen könnte es schon sein, dass der ein oder andere Parlamentarier sagt, da kann ich nicht mehr mitmachen. Und die Situation ist also verfahren und wir wollten die Gelegenheit mal nutzen, weil es immer nur Kritik gibt. Ja? Ja. Und sagt, ja, so geht das nicht und so geht das nicht und so geht das nicht. Das Internet geht kaputt und dann sind wir alle fußlahm. Das kann auf gar keinen Fall sein. Und es gibt aber, das finde ich ganz interessant, durchaus einmal konstruktive Vorschläge. Denn ja, auch die sind auch nicht neu. Die sind nicht neu. Auch diejenigen, die jetzt sozusagen gegen diese Reform auf die Barrikaden gehen, die sagen ja nicht nur, Urheber sollen kein Geld kriegen für das, was sie da im Internet veröffentlichen, sondern im Gegenteil, nur eben nicht so mit diesen hohen Nebenwirkungen. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle nochmal ein, nicht ganz taufrisches, aber nach wie vor überzeugendes Konzept präsentieren. Ja. Das ist nämlich die Kulturflatrate. Also das bedeutet im Kern, dass jeder, der einen Internetanschluss kauft, sei es Mobilfunk, sei es Festnetzanschluss, 1, 2, 3, 4 Euro, je nachdem, das kann man sich überlegen, auf seine Rechnung oben drauf kriegt. Die gehen in einen ganz großen Topf. Ja, und dann wird das sozusagen nach einem bestimmten Schlüssel unter denjenigen verteilt, die irgendwelche Werke ins Internet gestellt haben. Genau, und das ist halt so im Grunde so eine analoge Überlegung zum klassischen Kopierer. Ne? Das kennt man, wenn man in der Bibliothek kopieren geht, dann ist da so ein großer Aufkleber dran, VG Wort, und wenn man dann... war jedenfalls früher, ich weiß nicht mehr, also keine Ahnung. Jedenfalls, da gab es so große Aufkleber VG Wort an diesen Kopierern und die Idee dabei ist, dass man eben mit der Kopie natürlich irgendwie ein paar Cent 50 bezahlt für das Blatt Papier und den Toner, aber das Hauptgeld geht eigentlich an die VG Wort. Hauptgeld? Ja, ist schon, also ich kann das jetzt nicht, aber es ist jedenfalls ein erheblicher Beitrag und ich meine, dass es sogar mehr ist eigentlich als die Hardwarekosten. Die genauen Zahlen kann ich dir nicht mehr sagen, aber es ist jedenfalls schon ein substanzieller Betrag dieser Kohle, die du halt für die einzelne Kopie bezahlst, die nicht in die Hardware gesteckt wird, sondern die einfach an die VG Wort geht und die Verwertungsgesellschaft Wort, die dieses Geld dann wiederum an Urheberinnen und Urheber ausschüttet. Und die Kulturflatrate ist jetzt die Idee, dieses Prinzip, ja, man besteuert in Anführungsstrichen die Medien, hier beim einen ist es die Kopie, beim Internet ist es eben der Internetzugang und verteilt das Geld an die Menschen, deren geistige Leistungen über dieses Internet geteilt werden. Weil die Idee ist ja, auch das Kopieren eines Buches, auch das Mitschneiden, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, eines Songs aus dem Radio mit einer Kassette, ja, das sind ja eigentlich auch 1965, als diese Privatkopie erfunden wurde, eigentlich illegale Handlungen, eigentlich Handlungen, die das Recht verletzen. Und man hat aber gesagt, ja, aber das machen so viele, das können wir nicht verhindern. Wie finden wir eine Lösung, dass dieses massenhafte Verhalten, Buch kopieren, Zeitungsartikel kopieren, Musik mitschneiden, legalisiert wird und die Leute, die das machen, trotzdem Geld dafür kriegen. Und so kam das mit dieser Privatkopie. Man hat gesagt, kopieren für private Zwecke, okay, aber alle Gegenstände, mit denen diese Kopie erstellt werden kann, Smartphones, Drucker, Kopierer, die müssen den kleinen... Und Leerkassetten. Und Leerkassetten. Also eingeführt ist es ja 1965. Ganz großer Markt, auch heute. Ja, heute, I don't know, auf jeden Fall die Leerkassette des 21. Jahrhunderts ist eben im Zweifel der Laptop. Ja? CD auch nicht mehr, DVD auch nicht mehr. Genau, aber diese, Laptop. Schon, aber Smartphones gibt es ja auch. Ne? Also auch, da gibt es auch eine Abgabe drin, sind ein paar Euro, die fließen in diesen Topf und auch ich... Zum Beispiel Mitglied der VG Wort, gibt's auch ein bisschen krieg mehr. Jedes Jahr irgendwie ein paar Euro aus diesem Topf ausgeschüttet. Doch, krieg ich auch. Ja, so, ja, doch. Ne? Ja, ja. Und das hat sich als Prinzip total bewährt und ich finde, da sollte man ganz verschärft drüber nachdenken, ob das nicht im Internet auch geht. Also das muss man muss dann natürlich fairerweise sagen, im Gegenzug zu dieser Abgabe auf den Internetzugang müssen dann natürlich bestimmte Kopien in diesem Internet auch legal sein. Das ist ja die Idee, Abgabe auf das Medium, im Gegenzug ist die Privatkopie legal und man muss dann schon im Detail drüber nachdenken, was ist denn damit eigentlich alles umfasst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mit dieser sogenannten Kulturflatrate ja wirklich alles mit einmal legal wird. Also ganz sicher würde ich sagen, die kommerzielle Verletzung von Urheberrechten, keine Ahnung,
ich mache jetzt irgendwie eine Streaming-Plattform auf. Ja, ich baue mir mein privates Spotify. Aber ich habe doch 3 Euro für meinen DSL. Nicht wahr? Genau. Das kann vielleicht nicht gehen. Also da muss man sicherlich sich überlegen, wie weit reicht dann dieses Recht auf, in Anführungsstrichen, Privatkopie im Internet. Aber jedenfalls der Punkt, den wir machen wollten, ist, darüber müsste man nachdenken. Darüber ist auch schon viel nachgedacht worden. Und es gibt da aber einfach eine, ich möchte fast sagen, fanatische Abwehrmentalität bei insbesondere bei den organisierten Vertreterinnen und Vertretern von Kreativen. Also viele Kreative sind durchaus offen dafür, aber gerade so die Lobbyisten aus dieser Szene. Und sowas. Ja, genau. Und genau, sind da wirklich eisenhart, kann man in diesen Tagen auch auf Twitter wieder sehen. Und ich fände das einfach eine sehr, sehr schöne Idee. Und zwar einfach, weil es ein Ende wäre dieser Verbotskultur. Ne? Auch dieser Artikel 13 mit diesen Upload-Filtern ist ja im Grunde die Idee, wir verhindern, dass bestimmte Dinge im Internet überhaupt getan werden können. Das ist so, als hätte man früher den Leuten verbieten wollen, Dinge aus dem Radio mitzuschneiden. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Das werden die Menschen einfach auf Dauer nicht mitmachen. Und deswegen sollte man eben Wege finden, wie man diese völlig normalen, alltäglichen Nutzungsformen im Internet, wie man die legalisiert und dafür sorgt, dass die Kreativen was bekommen. Und da ist so eine Kulturflatrate, glaube ich, ein wichtiges Mittel. Über die Demos haben wir gesprochen, Ende März. Aber es gibt ja auch Ende Mai Wahlen. Genau. Ja, und da war natürlich jetzt so ein bisschen auch die Frage, wie gesagt, im EU-Parlament, da wird es eine Abstimmung geben. Man kann sich genau angucken, wie die EU-Parlamentarier abstimmen. Man kann natürlich jetzt auch schon auf diese Parlamentarier und Parlamentarierinnen einwirken, indem man sagt, Leute, da steht eine Wahl an, es steht eine wichtige Abstimmung an. Wenn ihr da nicht in meinem Sinne abstimmt, werde ich euch nicht wählen. Und dann war immer die Frage, ja, wie finde ich denn diese Parlamentarier? Und da gibt es halt jetzt 2 Plattformen, auf die wir kurz hinweisen wollten. Pledge2019.eu, ja, ist so ein Projekt. Mhm. Da kann man seine Telefonnummer eingeben oder in die Telefonnummer und seinen Standort. Und man wird sozusagen mit dem Büro des oder derjenigen Abgeordneten verbunden, die für einen zuständig ist, sozusagen, der aus dem Wahlkreis kommt. Kann seinen Europaabgeordneten anrufen. Genau. Pledge2019.eu. Dann wird man so verbunden, dann kann man telefonieren. Man wird wahrscheinlich nicht sofort mit dem oder der Abgeordneten reden, sondern mit den Mitarbeitern. Ja. Da gilt, ruhig bleiben, ja, nicht rumschreien, nee, vorher informieren. Auch Beleidigungen helfen selten weiter. Helfen nicht weiter. Gute Argumente parat haben, freundlich sein und am Ende sagen, Leute, ich werde meine Stimme abgeben und wenn du nicht so und so stimmst, wirst du meine nicht bekommen. Ja. Schönen Tag. Schönen Tag. Ja? Genau. Schönen Tag immer sagen. Genau, und sowas Ähnliches gibt es auch in Briefform. Ja? Genau, schönen Tag, schönen Abend, das schadet nie. Nee. Genau, und das ist eine weitere Website, die jetzt in den letzten Tagen aufgesetzt worden ist, botbrief.eu. Dort sind die Briefadressen, ja, also Brief so mit Papier und allem, ja, da sind die Adressen der deutschen EP-Abgeordneten hinterlegt und auch ihr Abstimmungsverhalten bei der letzten Abstimmung zu diesem Thema. Und da kann man sich einen Brief generieren lassen, als PDF-Datei kann man dann runterladen und ausdrucken und tatsächlich zur Post bringen, denn dem Vernehmen nach ist es so, dass so digitale Informationen in diesen Abgeordnetenbüros nicht so wahnsinnig ernst genommen werden häufig. Ja? Stichwort, alles von Google gesteuert. Aber wenn da tatsächlich ein paar hundert Briefe auf dem Schreibtisch landen von Menschen, die genau das sagen, ich schaue, wie du abstimmst und glaube es sicher, das wird bei meiner Wahlentscheidung eine Rolle spielen, dann macht das möglicherweise auch bei den Abgeordneten Eindruck, gerade bei denen, die eben der Richtlinie beim letzten Mal zugestimmt haben. Genau. Und auch da gilt, höflich bleiben. Dieser Brief, der ist, wie ich finde, sehr höflich formuliert. Man kann ihn natürlich noch ein bisschen anpassen. Also ich habe auch ein paar abgeschickt. Insofern, ja, kann man mal machen. Ja, wenn man also dagegen ist, ja, gegen diese Form der Urheberrechtsreform. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema diese Woche, weil das so ganz viele Kriterien erfüllt, die wir hier in der Lage so gerne haben. So, nämlich? Ja, ja. Ein bisschen Aktualität, ja, ein bisschen underreported, ja, aber man kann was interessant. Erklären. Man kann, ja, man kann was lernen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ja. Und zwar geht es darum, eigentlich war es nur eine kleine Meldung, das haben nicht so viele Zeitungen darüber berichtet, dass Griechenland jetzt diese Woche seine erste 10-jährige Staatsanleihe ausgegeben hat. Seit vielen Jahren. Seit vielen Jahren, seit fast 10 Jahren. Staatsanleihe, muss man kurz erklären, also Staaten wie Griechenland, aber auch Deutschland, finanzieren sich oder kriegen ihr Geld im Kern aus 2 Quellen. Mhm. Steuern und Anleihen. Anleihen sind sozusagen Kredite, die sich ein Staat nimmt. Bei uns, wenn ich eine Anleihe kaufe, gebe ich dem Staat Kredit, machen aber auch Versicherer, Fonds etc., die können sich anleihen, ja, und dann gibt es einen Kredit für den Staat. Also als ich zur Schule ging, gab es zum Beispiel in Deutschland die berühmt-berüchtigten Bundesschatzbriefe. Gibt es die noch? Ich glaube schon. Ja, da gab es damals sagenumwobene 7% oder so. Das war der totale Wahnsinn. Auf jeden Fall. Das ist heute ein Scam. Genau. Du kommst gleich in den Knast. Wenn du 7% irgendwie auf irgendwas gibst. Song. HSV macht nur 6.
Ja? HSV hat auch eine Anleihe ausgegeben, ja? Die bieten aber nur 6. Insofern gerade unter der Grenze. Gerade noch okay. Ne? Okay. Aber nicht zeichnen ist, weil wenn HSV nicht gut ist, was er meistens nicht ist, kann es sein, dass das Geld komplett weg ist. Bist du Pauli-Fan? Kannst ein Kommentar. Sagen. Okay. Zurück zu Griechenland, einem anderen Opfer. Das wird auch alles fake jetzt. Ne? Wir kennen uns überhaupt nicht aus mit Fußball, das wisst ihr alle. Ja. Gut, also Griechenland. Die haben also jetzt nach 10 Jahren das erste Mal so eine Staatsanleihe ausgegeben. Und das bedeutet eigentlich, dass so ein bisschen, also Griechenland ist nicht komplett aus der Krise, hat immer noch Probleme. Aber diese Griechenland-Krise, über die wir vor fast 10 Jahren Tag ein Tag ausgeredet haben, die uns fast an den Rand der Existenz in Europa gebracht hätte, die ist jedenfalls gefühlt. Ne? Gefühlt, ja. Die ist vorerst vorbei. Ne? Also man muss sich kleine Rückblende. Wir hatten die Finanzkrise 2008, 2009. Da war im Kern das Problem, dass halt viele Banken Papiere besaßen, von denen sich auf einmal rausgestellt hat: Oh fuck, die sind ja gar nichts wert. Ja. Das ist ja alles Dreck, was wir gekauft haben. Wir dachten, das wäre alles super, ist es aber gar nicht. Ja, da geht es im Wesentlichen um Hypotheken und Staatsanleihen eben, also Hypotheken auf irgendwelche Grundstücke. Das war in den USA das Hauptproblem. Ja, da gab es so eine große Immobilienblase, das heißt, da gab es reihenweise Hypotheken, die letztlich durch den Wert der beliehenen Häuser überhaupt nicht gedeckt waren. In Europa war das zentrale Problem, dass viele Banken einfach viel zu wenig Eigenkapital hatten, hatten sich also ihr Geld im Wesentlichen nur zusammengeliehen. Und außerdem waren viele Staaten überschuldet, das heißt also der Schuldenstand, die Summe aller Kredite dieser Staat aufgenommen hatte, unterstieg das Bruttoinlandsprodukt um ein Vielfaches. Ne? Und das führte einfach zu einem ganz massiven Vertrauensverlust, sowohl in die Banken als auch in viele Staaten im Euroraum. Und so kam unter anderem raus, dass die Griechen eine ganze Reihe Probleme hatten. Die hatten nämlich zum einen ihre Bücher frisiert, ja, also alle möglichen Buchungen waren da nicht so ganz nachvollziehbar. Sie hatten eine extrem hohe Staatsverschuldung und zugleich eine sehr hohe Ausgabenquote, ja, ein sehr teures Militär zum Beispiel. Und da kann man sich vorstellen, hatten die Anleger das Vertrauen verloren. Genau, also in der Phase, in dieser Finanzkrise, waren alle so dabei am Gucken, was haben wir denn für Papiere? Und dann so, oh, wir haben ja auch griechische Papiere, oh, die haben ja Schulden. Ganz schlecht. Die haben ihren Haushalt frisiert und den sie an die EU gemeldet haben, fuck, denen geben wir kein Geld mehr. Und so hat auf einmal Griechenland kein Geld mehr bekommen. Und das ist halt dämlich, wenn du ein Staat bist, der Steuern kriegt und Geld aus Anleihen, Steuern kriegst du wenig, wie im Fall Griechenland, Anleihen auf einmal gar keine mehr, hast du ein Problem. Dann kam dazu, dass auch Europa nicht gesagt hat, wir stehen zusammen und helfen den Griechen. Ihr könnt den Griechen ruhig Geld leihen, wenn es ihnen schlecht geht, wir regeln das schon. Mhm. Sondern Europa hat gesagt, Griechen und so, sollen wir denen ihre Oliven bezahlen? Da gab es eine große Diskussion. Ja, Riesendiskussion. Und so kam das also dazu, dass Griechenland auf einmal kein Geld mehr bekam. Und dann gab es halt diese… Genau, und das bedeutete praktisch, um das nun mal so ein bisschen plastisch zu machen, sie konnten ihre griechischen Staatsanleihen nicht mehr verkaufen. Die hat einfach keiner mehr gekauft, weil die Leute kein Vertrauen hatten, dass das Geld zurückgezahlt wird. Und sie bekamen aber auch so ohne weiteres keine Kredite mehr von anderen Staaten oder auf dem freien Markt. Genau. Und das ist ein Riesenproblem, wenn du Geld ausgeben musst als Staat, weil deine Beamten bezahlt werden müssen, aber du hast einfach kein Geld. Genau. Und dann, wir erinnern uns, kamen diese berühmten 3 Hilfspakete. Ja, also das waren sozusagen Pakete, wo die EU-Staaten unterm Strich, wie erklären wir gleich, Griechenland Geld gegeben haben. Heute ist es so, dass seit 2010 an die Griechen ausgezahlt wurden 288 Milliarden Euro. Ein Großteil davon, ein kleiner Teil vom IWF, aber ein Großteil, sagen wir mal, von den europäischen Staaten. Man muss sagen, die Griechen müssen das zurückzahlen. Das ist kein Zuschuss? Kein Zuschuss, das ist ein Kredit. Die Griechen müssen das zurückzahlen, die zahlen dafür Zinsen. Sie zahlen auch nicht sofort. Das dauert irgendwie, bis sie da anfangen zu zahlen. Und der letzte Kredit, der ist irgendwie die letzte Rate ist so 2066 wird die irgendwie gezahlt. Aber sie müssen das zurückzahlen. So, damals war es aber so, dass natürlich diese Kredite, die die Griechen bekommen haben, nicht einfach so gegeben wurden, sondern sie haben dafür Auflagen erhalten. So, die mussten bestimmte Sachen machen. Und das Problem war, dass in Deutschland vor allem, aber auch in Europa, es große Ressentiments gegen die Griechen gab. Da war immer so diese Idee, wir zahlen den Griechen ihre Zeche. Ne? Die Griechen können nicht mit Geld umgehen, anders als wir, braven Deutschen. Und wie jetzt, die sollen da unsere Steuern verprassen. Ne? Das war immer so das Bild, das in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde und was zu einer ja auch teilweise sehr aggressiven Stimmung gegenüber Griechenland geführt hat. Und darauf reagiert natürlich Politik. Ne? Wenn so die Stimmung in der Bevölkerung kippt, wenn das Verständnis für die Hilfe gering ist, auf der anderen Seite aber die Vorbehalte gegenüber dem Land, dem geholfen werden soll, sehr groß sind, dann kann man sich vorstellen, dann reagiert Politik und was man dann nämlich getan hat, waren diese Auflagen, ja, die, oder was man da gemacht hat, waren Auflagen gegenüber Griechenland, also
also quasi Voraussetzungen dafür, dass man Griechenland helfen würde. Und das wird heute zusammengefasst unter dem Schlagwort Austeritätspolitik. Also man hat Griechenland im Grunde gezwungen, seine staatlichen Ausgaben extrem hart zurückzufahren. Viele Gegner dieser Austeritätspolitik sagen heute, im Grunde hat man Griechenland auch kaputt gespart. Ne, also ja, das die sind haben, so die beiden Seiten einer Medaille. Genau, also die Renten sind im Schnitt um 45% gesenkt worden. Das Rentenalter wurde auf 67 angehoben. Die Zahl der öffentlich Bediensteten, der Angestellten im öffentlichen Dienst ist um ein Viertel geschrumpft. Die haben Häfen, Staatsbetriebe privatisiert, egal zu welchem Preis, wie viel sie dafür bekommen also haben. Also Tafelsilber verschleudert. Ja, so. Heute ist die Situation so, dass die Staatsverschuldung immer noch sehr hoch ist, Arbeitslosenquote bei knapp 20%, aber sie haben so ein bisschen Wachstum, EU rechnet so mit 2%. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Durch diese Staatsanleihe wird klar, die Griechen jetzt ausgegeben haben, Griechenland braucht keine Rettungskredite mehr. Griechenland kann sich das Geld, was der Staat braucht, selber auf dem Markt leihen. Das Vertrauen in Griechenland ist da. Sie kriegen ihr Geld zu 3,25% Zinsen. Das ist immer noch relativ teuer im Vergleich zu Deutschland, aber sie kriegen es. Mhm. Und sie müssen halt keine Auflagen mehr erfüllen. Also, sagen wir mal, sozialpolitischer Art oder sowas. Ja? Keine weiteren. So, ne? Wobei man sagen muss, also wo will man jetzt noch sparen? Ne? Genau. Also das muss man bei dem Ganzen immer wieder im Blick behalten. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr erfreulich, dass Griechenland jetzt quasi wieder mitspielen kann in diesem internationalen Finanzsystem, ja, auf eigenen Beinen steht finanziell. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass das ein extrem hoher Preis war, ne? Weil es einfach sehr viele Menschen in Griechenland gibt, denen es heute deutlich schlechter geht als vor 10 Jahren. So, und jetzt ist natürlich die Frage, nachdem das jetzt alles vorbei ist, was hat uns das denn alles gekostet? Was hat uns dieser ganze Salat gekostet? Klang ja nach viel Geld. Klang nach sehr viel Geld. Und da habe ich Andreas Hoffmann gefragt. Der ist Redakteur beim Büro des Stern hier in Berlin. Volkswirtschaftler, hat sich irgendwie mit dieser Krise sehr intensiv beschäftigt. Und der sagt, die Euro-Rettung ist eigentlich insgesamt keine so schlechte Sache, weil sie den Steuerzahler eigentlich nichts gekostet hat. Nur das versteht kaum jemand. So. Das ist natürlich unsere Steilvorlage. Warum hat das den Steuerzahler eigentlich nichts gekostet? Das Klischee ist doch, ja, wir überweisen jetzt die Milliarden nach Griechenland und dann sind die weg. Tatsache ist aber, dieses Geld, was wir, Deutschland und die anderen Staaten bezahlt haben, das haben wir nicht nach Griechenland überwiesen, sondern wir haben das in den sogenannten europäischen Stabilitätsmechanismus überwiesen. Ich wusste immer gar nicht, was das ist. Ich dachte, das ist ein Wort und wir überweisen Geld in dieses Wort. Ja. Also, oder es ist. Was haben die für eine IBAN? Ja, genau. Wo muss ich das hin überweisen? Ja, turns out, das ist eine Behörde, eigentlich eine Bank mit einer Adresse und Mitarbeitern und so. Gibt's richtig. Genau, und das ist im Grunde auch die Nachricht, das, was wir bisher gesagt haben, ist so ein bisschen der historische Hintergrund, um das einzusortieren, weil ehrlich gesagt auch mir das gar nicht mehr so ganz klar war, wie das alles so damals gelaufen war mit der Griechenland-Krise, deswegen haben wir das nochmal ein bisschen nachrecherchiert, aber der eigentliche Punkt ist, dass im Zuge dieser Griechenland-Krise, also zeitlich parallel dazu, eben der europäische Stabilitätsmensismus installiert wurde. Ein paar Vorläufer gab es, ja, im Prinzip genau, war das aber, so alles. Ne, da ist das so ein bisschen alles zusammengeschnürt worden und jetzt gibt es da eine Struktur, die eben vor allem den Zweck verfolgt, die Staaten im Euro-Raum wirtschaftlich möglichst stabil zu halten, Klammer auf, wenn auch häufig mit hohem sozialen Preis. Und wir fanden es einfach interessant, mal vorzustellen, was es mit diesem ESM eigentlich auf sich hat. Genau, also das Geld, was die EU-Staaten zur Verfügung gestellt haben, das ist geflossen in diesen ESM. Also, Deutschland hat 21 Milliarden Euro in den Topf geworfen, so, ja, andere Staaten haben das auch gemacht, so kamen 80 Milliarden Euro zusammen, die sozusagen eingezahlt wurden in den Topf. Das war das eingezahlte Geld. Dazu musste jeder Staat noch sagen, okay, also wenn es richtig schräg läuft, dann stellen wir noch ein bisschen Geld zur Verfügung, was ihr abrufen könnt im Fall der Fälle. Und das war bei Deutschland 168 Milliarden Euro. Immerhin das Achtfache. Und das mussten auch die anderen Staaten zur Verfügung stellen. Einzahlen und Geld zur Verfügung stellen. Und auf diese Weise konnte dieser ESM, diese Bank letztlich, über rund 700 Milliarden Euro verfügen. Genau, und das ist halt einfach so viel Geld, dass man den Finanzmärkten damit signalisieren kann, also Spekulationen gegen die Stabilität des Euro, Spekulationen gegen die Wirtschaft einzelner Länder funktionieren einfach nicht oder gegen den Staatshaushalt einzelner Länder funktionieren nicht, denn wir haben ganz tiefe Taschen, aus denen wir die Stabilität der Staaten im Euroraum garantieren werden. Genau, und das Geld, was die Griechen jetzt bekommen haben, das ist auch nicht das Geld, was wir da eingezahlt haben, sondern der ESM hat mit diesem Geld, mit dieser Sicherheit selber Anleihen aufgelegt, selber gesagt, hey, Investoren auf der Welt, wir haben eine dicke Hose, haben tiefe Taschen, leiht uns mal Geld zum bestimmten Zins,
Wir haben ja die Sicherheiten dieser EU-Staaten. Und dieses Geld, was der ESM sich geliehen hat, das haben sie mit bestimmten Bedingungen an die Griechen weitergereicht. Gesagt, okay, ihr könnt hier was haben, dafür müsst ihr aber diese ganzen Auflagen erfüllen, von denen wir gesprochen haben. So funktioniert das. Und deswegen haben sozusagen wir nie wirklich Steuergeld nach Griechenland überwiesen, sondern wir haben das in diese Bank überwiesen, die mit diesen Sicherheiten Geld aufnimmt und heute quasi dasteht mit diesen vollen Taschen, diesen 100 Milliarden und sagen kann, okay, wenn ein Land in die Krise gerät in der EU, dann kannst du hier einen Antrag stellen und dann sehen wir zu, dass wir einen Kredit aufnehmen und an euch unter Bedingungen weiterreichen. So, jetzt ist natürlich das Fazit dieser ganzen Geschichte, du hast das schon angedeutet, dass das Prinzip eigentlich geil ist, aber die Auflagen an die Griechen zu hart waren, hat Andreas Hoffmann auch gesagt. Es war zu scharf. Es ist zu viel gekürzt worden. Der Staat hat zu viele Ausgaben gekürzt und das führte dazu, dass die Krise letztlich sich verlängert hat, als sie sich verkürzt hat. Natürlich muss man sagen, so solches Geld kann man immer nur unter gewissen Auflagen geben. Das ist schon richtig. Und natürlich kann man sich auch überlegen, ob es da ein bisschen Strukturanpassungsmaßnahmen gibt und so weiter. Aber eigentlich weiß jeder, dass man in der Krise, wenn der Staat kein Geld hat, nicht die Steuern erhöhen sollte. Das machen wir in Deutschland auch nicht. Ja. So. Das und nennt sich ja antizyklische Wirtschaftspolitik. Antizyklisch, ne? Genau. Also wenn es schlecht geht, musst du halt investieren. Und er sagt zum Beispiel, der ESM ist eigentlich ein cooler Mechanismus. Er muss halt flexibler gestaltet werden eigentlich. Ne? Wenn der ESM heute an Griechenland oder Spanien oder Portugal irgendeinen Kredit ausgeben will, dann müssen die Finanzminister alle zustimmen. Dann muss das deutsche Parlament zustimmen. Das klingt zwar erstmal transparent, de facto ist das aber völlig ein bisschen zu unflexibel. So, ne? Und er sagt, also das muss man eigentlich flexibler handhaben, dass der ESM da selbstständiger solche Kredite ausgeben kann. Aber wie gesagt, im Kern ist der ESM, sagt er, eigentlich cool. Das ist wie eine Feuerwehr, die in der Halle steht, die sich darum kümmert, dass ihre Instrumente einsatzfähig sind, die sich Geld genug besorgt, damit sie ihre Mannschaft bezahlen kann und so weiter. So, das vollständige Interview, was ich ganz interessant fand, könnt ihr auf meinem anderen Podcast Medienradio hören. Jo, genau. Nächstes Thema. Ja. Also wir fanden das beide total spannend. Was ist der ESM und warum ist das gut und warum ist das nicht so? Also das ist halt nicht das Geld verprasse. Natürlich muss man sagen, also Griechenland hat sich vom ESM Geld geliehen. 280 Milliarden. Aber eben nicht von uns. Nicht von uns. Haushalt. Aber natürlich, falls die das nicht zurückzahlen, falls sie das bis 2060, falls das komplett, falls die in Asche zerfallen und dieses Geld nicht zurückzahlen können, dann bleiben bei uns natürlich, bei Deutschland, 77 Milliarden Euro, die Puff sind. Ja. Also es gibt ein Risiko, ja. Aber noch ist es nicht eingetreten und dass es eintritt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und vor allem diese Stabilisierungswirkung hat ja auch große Vorteile für die deutsche Wirtschaft eben, weil der Euro dann im internationalen Vergleich vergleichsweise stabil wird, bleibt also im Vergleich zum Dollar und was sicherlich in Zukunft auch nicht irrelevanter wird im Vergleich zum Pfund zum Beispiel oder zum japanischen Yen. Zu unserem nächsten Thema. Wir wollen sprechen über die Beweise mit Schlagsahne. Genau, Beweise mit Schlagsahne. Nein, Beweise mit Schlagseite. Die Bundespolizei möchte Bodycam-Videos nämlich einsetzen, aber auf eine ganz besondere Weise, nämlich nur gegen Bürgerinnen und Bürger. Das finde ich eigentlich ziemlich coolen Move eigentlich, weil also weißt du, die filmen mich. Okay, die haben ihre Kamera hier so ne, und laufen rum und so hier. Ja. So. Guck mal rein. Genau. So, und ich denke mal, ja, ich werde gefilmt, aber es ist ja cool, weil sie damit ihre ganzen Übergriffe dokumentieren. Genau, wenn sie also irgendwie den Leuten mal ungefragt irgendwie die Faust ins Gesicht drücken. Dann finde ich das unter www.polizeiübergriffe.de, kann ich mir das dann runterladen. Nein, aber so ist es leider nicht. So läuft es nicht, so ist es in Amerika, aber so läuft es nicht bei uns. Die Bundespolizei soll Bodycams in der Tat einsetzen können, da ist das Bundespolizeigesetz geändert worden, da gibt es jetzt eine Rechtsgrundlage, § 27a. Voraussetzung ist insbesondere, dass nur an öffentlichen Orten gefilmt werden darf und diese Bilder müssen auch offen angefertigt werden, also auf Deutschland muss die Kamera irgendwie sehen können. Und das Prinzip dabei ist, dass die Beamten erstmal diese Aufnahme starten müssen. Das heißt also, diese Aufnahmen werden. Also gibt doch so ein Pre-Recording. Eigentlich läuft es die ganze Zeit, oder? Ja, also das wollte ich ja gerade erklären, Philipp. Also es gibt in der Tat ein Pre-Recording. Ja, Ulf mag das nicht, wenn ich. Nee, weil dann die Logik durcheinander kommt. Weil ich an den nächsten Punkt springe. Das finde ich immer doof, ja, okay, weil dann häufig Dinge unverständlich werden. Und wir haben doch so einen Erklärbär-Modus. Okay, alles klar. Ja. Der schöne Erklärbär-Modus, den kannst du doch jetzt nicht kaputt machen. Außerdem ist gerade mein Pad weg hier. Was ist mit dem WLAN los, Clemens? Okay, war ein Witz.
So, jetzt muss ich kurz das Pad wieder scrollen, dann können wir auch weitermachen. Also noch die Bodycams. Und die Polizisten müssen die starten, müssen auf den Knopf drücken, damit sozusagen aufgenommen wird. Genau, die müssen auf den Knopf drücken, damit aufgenommen wird. Aber weil es ja häufig Situationen gibt, die schon so ein kleines bisschen vor dem Knopfdrücken eskaliert sind, gibt es dieses Pre-Recording. Das bedeutet, dass die Kameras dauerhaft laufen und aber immer nur diese Daten in eine 30-Sekunden-Schleife schreiben und danach werden die Daten auch wieder überschrieben. Kann man sich also vorstellen, ist natürlich alles digital, aber kann man sich vorstellen wie eine kleine Videokassette, die nur 30 Sekunden Band hat und wenn diese 30 Sekunden um sind, wird das Älteste wieder überschrieben. So, und wenn man natürlich dann auf Aufnahme drückt, dann wird diese Löschung nach 30 Sekunden quasi aufgehoben und ab dann läuft die Kamera und die 30 Sekunden von vor dem Knopfdruck bleiben auch gespeichert. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Aber da sehe ich doch spontan zwei Probleme. A, wie werden die Daten gespeichert und wie kann ich die verwenden? Für was? Genau, das ist die zentrale Frage. Und in dieser Woche poppte auf, und das ist für uns der Anlass, darüber nachzudenken, dass die Bundespolizei nicht etwa eigene Server von der Bundespolizei einsetzt. Erstens, also Stichwort, ja. Wo wird gespeichert? Genau, ne? Man würde sich ja vorstellen, da gibt es jetzt irgendein Rechenzentrum bei der Bundespolizei, da stehen irgendwie so ein paar Server, die werden von braven Beamten gewartet, handgeklöppelt und einmal am Tag abgestaubt und so. Und da steht so ein Gummibaum drauf und da drauf liegen die ganzen Daten von den Bodycams. So ich stellt man sich das vor. Ich weiß nicht, ob ich das beruhigender finde. Aber klar, so stellt man sich vor. So stellt man sich das vor. Mit anderen Worten, es ist vermutlich teuer, ineffizient, aber auch irgendwie sehr sicher. Ja, so stellt man sich das jedenfalls vor. Und in der Wirklichkeit läuft es aber anders. Die Bundespolizei hat das nämlich gemacht, wie es jede kleine Internetklitsche auch machen würde. Sie haben bei Amazon einen Server geklickt. Ja, die legen also die Bodycam-Videos in Amazon AWS ab. Ja, ja, aber also AWS ist sozusagen so dieser große Service von Amazon. Amazon Web Service. Die wir einfach mal gesagt haben, hey, wir haben so viel Server, wir haben so viel Platz, davon brauchen wir das. Wir vermieten das einfach. Und jetzt stehen da aber Server natürlich in den USA, aber es stehen doch auch Server in Deutschland. Genau, also die Bundespolizei, das ist rausgekommen, weil ein FDP-Politiker mal die Bundesregierung gefragt hat, na, ihr macht da hier diese schönen Bodycam-Videos, wo kommen die denn eigentlich hin? Ja, Benjamin Strasser, Mitglied des Bundestages für die FDP, und die Bundesregierung sagt, also, Amazon ist mit seinem AWS-Service gegenwärtig der einzige Anbieter in Deutschland, da eine entsprechend vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte Cloud bereitstellt. Mit anderen Worten, Amazon does it better. Das ist die Idee dabei. Und immerhin versprechen sie, dass die Server, auf denen diese Daten liegen, auch ganz wirklich und ehrlich, und wir können diese Augenlügen, in Frankfurt am Main stehen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Die Cloud heißt ja eigentlich so, weil sie die Daten klaut und weil man nicht mehr so richtig weiß, wo sie dann liegen. Ja, aber das ist hier offensichtlich anders. Die Bodycam-Videos liegen alle auf einem Amazon-Server in Frankfurt am Main. So viel dazu. Das gab natürlich Kritik. Also Benjamin Strasser, der diese Anfrage gestellt hat, sagt, die Bundesregierung geht damit ein kaum kalkulierbares Risiko mit Blick auf hochsensible Daten ein. Er meint nämlich, US-Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste könnten auch auf Server in Deutschland zugreifen. Kann das gehen in diesem Internet? Das ist die Antwort aus Amerika. Ich glaube das nicht. Kann man sich kaum vorstellen. Und außerdem fordert Strasser natürlich auch den Ausbau eigener Kapazitäten der Bundespolizei, ja, Projekt Gummibaum, damit die Souveränität über die staatliche Kernaufgabe der inneren Sicherheit in jedem Aspekt gewahrt bleibe. Also wer doch in diesem Zusammenhang immer was sagt, ist bestimmt Konstantin von Notz von den Grünen. So ist es. Ja. Und auch den haben wir dazu gehört, also oder gelesen genau genommen. Er sagt nämlich, die Entscheidung für Amazon stehe im Widerspruch zu den Bemühungen der Bundesregierung für mehr digitale Souveränität Deutschlands. Klammer auf, kann ich nachvollziehen. Das also ich finde das insofern sinnvoll, als dass ich schon dafür wäre, dass es so eine Art deutsches Bodycam-Netflix gibt. Also du brauchst ja irgendwie so neue Streaming-Dienste, die müssen ja immer Premium-Content haben, weil sonst kommen die nicht vom Boden. Also Kopflix.de. Ja, du brauchst was Eigenes. Ja, du kannst das wäre jetzt eine nicht Maßnahme. Den nächsten Blockbuster sagen, sondern du brauchst was Eigenes. Und vielleicht will die Bundespolizei da irgendwie mit Bodycam-Videos punkten. Möglicherweise, ne? So richtige Action, weißt du, so Hollywood-Style. Anyway. Also man weiß es nicht. Wir denken, what the fuck? Und Konstantin von Notz hat nämlich noch ein zweites Problem. Er sagt, Amazon hat ja nicht zuletzt US-Behörden Software zur Gesichtserkennung verkauft. Möglicherweise wollen die dann also mit diesen Daten ihre Software trainieren. Das ist so ein bisschen. Halte ich für ausgeschlossen. Ist ja verschlüsselt. Ja, kann auf gar keinen Fall gehen. Also ich denke mal, als Position der Lage kann man festhalten, das mit dem Speichern klingt erstmal nicht so wahnsinnig plausibel, Philipp, oder? Nein. Okay. Also da gibt es sicherlich bessere Ideen.
Ja. Ja, also zum Beispiel stelle ich mir wirklich die Frage, können wir in Deutschland keine eigenen Rechenzentren aufbauen? Kann das so unfassbar schwer sein? Und dann stellt sich eben die Frage, wer greift auf die Daten zu? Immerhin gibt es in den USA seit einigen Monaten den sogenannten Cloud Act, der ausdrücklich regelt, dass amerikanische Strafverfolgungsbehörden auf Daten amerikanischer Firmen im Ausland so zugreifen könnten, als stünden diese Server in den USA. Ja? Also wenn man sich also die Rechtslage in den USA anguckt, dürfte es für Amazon häufig gar keine andere Möglichkeit geben, als diese Daten rauszurücken. Das ist jetzt nicht mal die Frage, ist Amazon quasi ein Bad Guy? Ja? Sind die irgendwie spielen? Die müssen einfach unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt also, da hätte ich persönlich große Bedenken. So, und wofür sollen jetzt diese Videos genutzt werden, außer um halt so ein Ding loszutreten, so ein Komplex.de. Also da gibt es wiederum den 27a Bundespolizeigesetz als Rechtsgrundlage und da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, nämlich zum einen Schutz der Beamtinnen und Beamten und zum zweiten Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung. So steht es im Gesetz, aber wie das häufig so ist, wirkt sich so ein Gesetz natürlich in der Praxis nur als der äußerste Rahmen aus und präzisiert wird dieses Gesetz dann eben zum Beispiel durch Dienstvereinbarungen. Gibt es eine Verwaltungsanweisung oder eben Dienstvereinbarungen in diesem Fall? Und da steht in diesem Fall, für was diese Bodycam-Videos angeht, wahrlich Erstaunliches drin. Das hat die Süddeutsche Zeitung in dieser Woche ausgegraben. Und dazu sagt Tobias Singelnstein, Juraprofessor an der Universität in Bochum. Irritierend an der Dienstvereinbarung sind im Wesentlichen drei Umstände. Erstens geht die Dienstvereinbarung unter dem Abschnitt Ziel und Gegenstand davon aus, dass der Einsatz von Bodycams eigentlich nur dem Zweck dient, Polizeibeamte vor Übergriffen zu schützen. Die umgekehrte Variante, dass Polizeibeamte sich selber unter Umständen strafbar verhalten, rechtswidrig verhalten, wird dort gar nicht mehr genannt, offensichtlich gar nicht als Möglichkeit gesehen. Jetzt könnte es ja auch sein, dass Bürger und Bürgerinnen diese Daten mal haben wollen, zum Beispiel, weil sie sich falsch behandelt fühlen. Und was ist dann? Zweitens gibt es auch einen Passus wie mit Auskunftsansprüchen und Herausgabeansprüchen durch Dritte umgegangen werden soll. Und in diesem Passus ist festgelegt, dass diese Ansprüche so restriktiv wie möglich beschieden werden sollten. Wortwörtlich heißt es, nur wenn dies aus rechtlichen Gründen zwingend ist. So. Ja. Mit anderen Worten, könnte schwer werden, ne? Das könnte wohl schwer werden, von außen an solche Aufnahmen zu kommen. Also jedenfalls, wenn unterhalb der Schwelle einer Strafanzeige gegen Beamte scheint das nicht mehr möglich zu sein. Wenn man also einfach nur sich an die Polizei wendet und sagt, also eure Beamte haben mich hier in irgendeiner Art und Weise problematisch behandelt, vielleicht muss es ja auch nicht immer gleich das Strafrecht sein. Ja? Vielleicht haben die einfach nur gegen Dienstvorschriften verstoßen und vielleicht möchte man ja auch gar nicht, dass die bestraft werden. Vielleicht möchte man ja einfach nur, dass die mal eine Rüge bekommen. Ja? Oder dass der Vorgesetzte einfach mal mit denen redet und sagt, naja, das war ja vielleicht mal ein bisschen grob, das geht doch wohl ein bisschen anders. Ne? Also ich finde, es muss ja nicht immer gleich das Strafrecht sein. Das wäre natürlich nicht mehr möglich, einfach weil die Bundespolizei in diese Dienstvorschriften ausdrücklich reingeschrieben hat, dass diese Daten nicht rausgegeben werden dürfen, es sei denn, wenn Rechtsvorschriften dazu zwingen. Und da kann man sich dann schon fragen, was die Bundespolizei wohl durch diese internen Regeln eigentlich bewirken möchte. Das ist ein starkes Signal in die Institution Polizei hinein. Aber auch nach außen wird deutlich gemacht, eigentlich möchte man die Bodycam nur zum Nutzen der Polizei einsetzen, aber nicht zur Kontrolle. Und das ist ja auch deshalb interessant, weil die Bodycam ja eigentlich aus den USA kommt ja. Und da aber eine ganz andere Idee eigentlich verfolgen. Genau, also ich wollte ganz kurz noch einmal einhaken bei dem Stichwort Nutzen für die Polizei. Das finde ich ein interessantes Verständnis. Also nach meiner Vorstellung wäre es ja im wohlverstandenen Interesse der Polizei, dass die Beamtinnen und Beamten sich rechtskonform verhalten. Ja, das muss man sich ja mal überlegen. Also ich finde, es ist für die Polizei eigentlich wohlverstanden überhaupt gerade kein Nachteil, wenn einzelne schwarze Schafe auch ausfindig gemacht werden können, man da mit denen reden kann oder sie in Extremfällen auch bestrafen kann oder wenn es ganz, ganz schlimm kommt, aus dem Dienst entfernen kann. Ja? Also aus meiner Sicht sind Beweismittel gegen die Polizei vielleicht für einzelne Beamte doof, aber jedenfalls per saldo aus dem wohlverstandenen Interesse der Institution gerade kein Problem, denn natürlich möchte man als Polizei, hoffentlich jedenfalls, als Freund und Helfer wahrgenommen werden und nicht als eine Truppe, wo auch mal einer zulangen kann. So, aber zu den USA. Da war es eigentlich eine andere Idee. Da war es eigentlich aus dieser Bürgerrechtsbewegung. Ja, ganz genau. In den USA gab es gibt es bis heute, aber gab es eben auch schon seit langem eine breite Diskussion darüber, dass Beamtinnen und Beamte bei der Polizei sich dort nicht regelkonform verhalten, dass sie sich insbesondere gegenüber Angehörigen von Minderheiten häufig diskriminierend verhalten. Und um solches polizeiliches Fehlverhalten dokumentieren zu können, hat man dort in den USA eben Bodycams eingesetzt. Das heißt, der Gedanke dahinter war ein völlig anderer als in Deutschland. Ursprünglich entstand die Diskussion in den USA mal
im Hinblick auf den Schutz der Bürgerrechte. Die Idee war also, dass man die Bodycam als Instrument einsetzt, um Polizei zu kontrollieren, um zu filmen, was Polizei macht und um damit Beweismittel zu haben, auch zum Schutz der Bürgerrechte. Das war das vorrangige Ziel, was die Diskussion geprägt hat. Und in Deutschland hat sich offensichtlich die Diskussion jetzt komplett umgedreht. Je weiter die Diskussion gekommen ist, desto stärker ist eigentlich der Aspekt Kontrolle polizeilicher Tätigkeit in den Hintergrund gerückt. Und die Dienstvereinbarung bei der Bundespolizei zeigt heute ganz deutlich, dass dieser Aspekt in der Praxis eigentlich gar nicht mehr gesehen wird und auch gar nicht mehr gewünscht wird. Ganz im Vordergrund steht der Schutz der Polizeibeamten und die Generierung von Beweismitteln. Der Schutz der Bürgerrechte wird nicht einmal mehr genannt. Und wie kommt es jetzt dazu, dass es so gedreht hat? Ja, ich finde das eine ganz interessante Diskussion. Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, es ist jetzt auch natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie jeder Polizeibeamte ständig über die Stränge schlägt. Ne? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht jetzt nicht darum, dass man filmen muss, weil die den ganzen Tag Straftaten begehen, sondern die Frage ist eher, was ist das quasi für eine Perspektive auf die Polizeiarbeit? Geht man pauschal davon aus, dass die immer alles richtig machen, ja, was menschlich eher ungewöhnlich wäre, weil jeder Mensch Fehler macht? Oder geht man davon aus, dass die im Prinzip was richtig machen, nimmt aber trotzdem auf, was sie tun, um dann im Einzelfall möglicherweise auch mal korrigierend eingreifen zu können. Ich glaube, der Hintergrund dafür ist, dass die Diskussion über Polizeigewalt in Deutschland bisher sehr einseitig geführt wird. Es geht sehr häufig um Gewalt gegen Polizeibeamte, die ja auch ein großes Problem ist, aber es geht eben fast nie darum, was ist denn eigentlich mit Beamten, die über die Stränge schlagen, und wenn man dann sich mal mit Strafverteidigern darüber unterhält, die in dem Bereich tätig sind, dann weisen die darauf hin, dass es immer wieder dasselbe Problem gibt. Ja? Situation, Polizist rastet aus, warum auch immer, schlägt den Bürger. Dann geht der Bürger zur Polizei und zeigt den Beamten an. Daraufhin wird der Beamte immer, also wenn man mit Verteidigern spricht, ist immer dasselbe, am nächsten Tag eine Gegenanzeige stellen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Und dann kommt es zum Prozess. Ja? Zwei getrennte Strafverfahren, und in beiden Strafverfahren, einmal gegen den Beamten, einmal gegen den Bürger, sind immer die anderen Polizistinnen und Polizisten, die dann vor Ort waren, die Zeugen. Typischerweise auch die einzigen, nicht immer, aber häufig die einzigen Zeugen. Und dann, was dann passiert ist, den Schlag des Beamten hat keiner gesehen, den Widerstand haben alle gesehen. Folge, der geschlagene Bürger wird verurteilt, der Polizist bleibt straflos, und im Ergebnis kann man sich anschauen, gibt es so selten Verurteilungen von Beamtinnen und Beamten, dass man sich fragen kann, ob da nicht fast schon sowas wie ein rechtsfreier Raum entsteht. Ne? Also auch so ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt ist natürlich irgendwie unangenehm, deswegen finde ich das mit dem rechtsfreien Raum ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, eine Verurteilung ist extrem selten, also in ganz 1-2% der Fälle nur. Das ist ja auch der Grund, warum Professor Singelnstein, den wir jetzt hier eben gefragt haben nach den O-Tönen, gerade ein Forschungsprojekt gestartet hat über Polizeigewalt, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, weil das so quasi unterreflektiert ist oder untererforscht ist, dieses Gebiet. Und man muss eben sehen, dass im Vergleich zu der Situation in den USA es die Interessenverbände der Polizei in Deutschland geschafft haben, dass eben fast nur noch über Gewalt gegen Polizei diskutiert wird. Klar, ist ein Riesenproblem, will ich nicht kleinreden, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Situation, dass Beamte über die Stränge schlagen, und darüber redet im Grunde keiner. Ne? Also Gewalt gegen Beamte war jetzt gerade erst Anlass für eine Strafrechtsverschärfung. Jetzt gibt es eine obligatorische Freiheitsstrafe von 3 Monaten, wenn man tätlich wird gegenüber Vollstreckungsbeamten. Ja? Vorher war das mal ein Straftatbestand, der milder war als Nötigung. Ja? Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist eine Privilegierung. Da werden also die Bürgerinnen und Bürger milder bestraft, weil man halt sagt oder sagte früher, Profis müssen damit umgehen, wenn Bürger in so einer Stresssituation mit der Polizei mal so ein bisschen austicken. Heute ist die Sicht so ein bisschen anders. Der 114 StGB ist eben eine Verschärfung, gerade bei tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Und wie gesagt, da sieht man sehr schön, diese Diskussion hat sich einfach gedreht. Es geht nicht mehr um die Frage, wie kann man sich darum kümmern, dass die Polizei sich rechtmäßig verhält, sondern es geht nur noch darum, wie kann man die Beamten schützen. Wir haben als nächstes ein Thema, auf das uns ein Hörer aufmerksam gemacht hat. Das waberte schon so ein bisschen länger bei uns rum, aber diese Woche, glaube ich, war das, oder letzte Woche, kam halt mal eine Mail mit einem ganz guten Hinweis. Und zwar haben wir ja oft über soziale Netzwerke gesprochen und auch gefährliches Potenzial, insbesondere diese Echokammern, Filterblasen, die sich da so entwickeln, und ebenso virtuelle Räume, wo es überhaupt keinen Widerstand mehr gibt und Gefahr der Radikalisierung etc. pp. Das haben wir oft gemacht. Das war, sagen wir mal, lange lebten diese Räume davon, dass sie eben offen waren. Mhm. Ja, dass man im Facebook-Gruppen zum Beispiel oder auf Facebook insgesamt sich ausgetauscht hat. Aber das hat ja immer eine gewisse
ein gewisses Risiko, wenn es dabei um, sagen wir mal, rechte oder rassistische oder extreme Äußerungen ging. Ne? Da lief man ja immer Gefahr, dass man irgendwie angeklagt wird, dass es eine Strafverfolgung gibt, wegen Beleidigung oder sowas. Klar, also wir wissen alle, Strafverfolgung im Internet ist ein heikles Thema, weil das bei weitem nicht so effizient funktioniert, wie man sich das häufig wünschen würde. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es da eine ganze Reihe von Straftatbeständen gibt, die grundsätzlich in Betracht kommen. Beleidigung und Bedrohung zum Beispiel, aber auch Volksverhetzung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Also, keine Ahnung, das Hakenkreuz, ne, das man irgendwie öffentlich zeigt. Das heißt also, wer in einem öffentlich zugänglichen Cyberspace, ja, irgendein Fehlverhalten dieser Art zeigt, der muss grundsätzlich mal damit rechnen, dass das Konsequenzen hat. Und deswegen gibt es, kann man sich vorstellen, einen immer stärkeren Trend hin zu geschlossenen Gruppen, ja, dass sich eben solche Gruppen nicht mehr auf Facebook offen tummeln, sondern zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen. Genau. Geschlossen, verschlüsselt, eigentlich okay, weil Schutz Privatsphäre, Verschlüsselung ganz prima, aber es gibt eben auch insofern das Problem, und da kommt unser Hörer ins Spiel, dass sich halt in diesen geschlossenen Gruppen offensichtlich immer mehr, gefühlt zumindest, aber doch, sagen wir mal, sich Radikale versammeln. Bei ihm war das so, da hat ihn ein Freund in so einer WhatsApp-Gruppe eingeladen und das war irgendwie auch am Anfang ganz lustig, aber dann wurde es halt immer extremer. Und dann mehr AfD und so Pegida, ja auch so gekennzeichnet als AfD, Pegida, viel anti-linke Sachen, anti-grüne Sachen. Ja, und dann ging es so schrittweise über in was ich jetzt als Nazi-verherrlichend beschreiben würde oder so richtig abscheuliche, widerliche Inhalte. Und über 3-4 Monate war das so ein langsamer Prozess, wo es immer extremer wurde. Ja, er schreibt also, da wurde dann offen zum Mord gegen Migranten aufgerufen, ne, mit Bildern hinterlegt, die das auch veranschaulicht haben. Ne. Es wurden Hitlerreden und Gesänge in den Kontext heutiger Zeit gesetzt. Ne. Also er sagt, es wurde immer krasser und rechter, sodass es einen den Magen umdreht. Ja. Und ich meine, das ist ja ein Effekt, der jetzt als solches nicht völlig neu ist. Den kann man ja auch in öffentlichen Facebook-Foren mitunter bemerken. Das ist so dieser Trend zur Radikalisierung durch die berühmten Echoblasen oder Filter. Kammer, ne? Wenn man halt einfach auf Facebook immer wieder Inhalte einer bestimmten Richtung liked, dann bekommt man irgendwann vorrangig solche Inhalte angezeigt, dann lebt man irgendwann in der Illusion, dass alle Menschen irgendwie so ein bisschen so drauf sind wie man selber. Das heißt also, das ist ein grundsätzliches Problem bei sozialen Netzwerken, die Content priorisieren müssen, ne? Die also bestimmte Inhalte anzeigen oder jedenfalls vermehrt anzeigen, von denen sie glauben, dass man die irgendwie gut findet. Da gibt es immer so eine Tendenz dazu, dass sich bestimmte Auffassungen radikalisieren, aber was der Hörer hier dargelegt hat, das fand ich schon schockierend, denn offensichtlich ist es ja so, dass es geschlossene Gruppen gibt, wo sich dieser Effekt noch deutlich verstärkt. Genau, und das war ja jetzt auch zum Beispiel letztens Beispiel hier aus Frankreich, Ligue du LOL. Ligue du LOL, genau. Hießen die, ne? Also was war das? Genau, das ist auch ganz interessant, weil es eben auch in diesen geschlossenen Gruppen nicht immer nur um Nazis geht. Deswegen bringen wir dieses Beispiel, das ein Beispiel ist für eine weitere geschlossene Gruppe, aber auch ein Stück weit ein Gegenbeispiel gegen dieses Missverständnis, dass es immer nur Nazis sind. Die Ligue du LOL war im Grunde so eine Art Facebook-Club für Frauenhass. Ja? Eine 2009 gegründete geschlossene Facebook-Gruppe. Und das Bizarre ist, dass sich in dieser Gruppe gerade Frankreichs Digital-Pioniere sammelten. Ja? Also über 35 Männer, ganz genau weiß man es nicht. Und häufig waren es Menschen, die irgendwo in Medien gearbeitet haben, die so in französischen Medien Karriere Werber, gemacht haben. Digitalberater, Digitalberater, Journalisten, sogar Podcaster, unfassbarerweise. Irgendwie junge, gebildete Intellektuelle aus Paris, tendenziell politisch eigentlich eher irgendwie linksliberal. Und diese Leute schickten sich aber dann Links und Fotos von Leuten, die sie peinlich, dumm oder zu dick fanden. Ja, und haben teilweise sogar direkt gezielte Attacken gegen Frauen koordiniert. Ja, haben irgendwie Fake-Anzeigen mit den Telefonnummern von Frauen geschaltet, sodass sie dann eben quasi Telefonterror aus dem Internet bekamen, Fake-Bewerbungsgespräche mit denen geführt, die mitgeschnitten und dann ins Internet gestellt, um deren Arbeitgeber gegen diese Frauen aufzubringen und so. Also wirklich eine ganze Reihe von fiesen Psychoaktionen, die in dieser geheimen Gruppe koordiniert wurde. Und das ist jetzt auch vor einer Weile aufgeflogen, aber die waren fast 10 Jahre lang aktiv. So, und die Frage ist halt, was soll man machen? Das hat der Hörer auch gefragt. Was soll man machen, wenn man in so einer Gruppe ist?
Oder wie sich so radikalisiert. Wie soll man da reagieren? Genau, denn diese Radikalisierung muss schon krass sein. Also der Gründer dieser französischen Gruppe hat sich jetzt, nachdem das alles hochgepoppt ist, auch schuldig bekannt und hat das auf die Formel gebracht, ich habe ein Monster geschaffen. Ja? Das heißt also, selbst der Gründer hatte irgendwann das Gefühl, das ist hier völlig außer Kontrolle geraten. Das heißt also, so gerade solche geschlossenen Gruppen scheinen auch eine enorme Eigendynamik zu entwickeln. Die sind schon gefährlich. Und dann ist eben die Frage, was macht man damit? Genau, das habe ich den Hörer auch gefragt. Ja, das ist super schwierig. Das Hauptding ist, ist das illegal? Kann ich damit zur Polizei? Lachen die einen dann eher aus? Oder ist, also man weiß ja nicht, man kann das ja sehr schwierig einschätzen, was ist jetzt polizeiwürdig quasi. Außerdem hat die Polizei ja auch so einen Ruf. Man weiß es halt nicht, ne? Dann postet man eine Gegenreaktion. Ist natürlich super schwierig, wenn man die Leute nicht kennt. Man müsste sich ja mit den Leuten beschäftigen und länger mit den Leuten irgendwie reden. Meinen die das ernst? Warum posten die sowas, was natürlich in so einer WhatsApp-Gruppe überhaupt nicht geht? Aber man muss natürlich irgendwie Kontra geben. Ne? Man muss natürlich irgendwie sagen, das geht nicht. Nur wie ist natürlich super schwierig. So, also wie ist denn jetzt die Rechtslage von solchen Inhalten in geschlossenen Gruppen? Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Wir haben da mal so ein bisschen nachgeschaut, was da alles in Betracht kommt. Also Beleidigung und Bedrohung erstmal nicht, denn die möglichen Opfer sind ja typischerweise gerade nicht Mitglied in diesen Gruppen. Ne? Wenn sich da jetzt eben zum Beispiel so ein Nazi-Chat radikalisiert, dann sind da im Zweifel natürlich keine Menschen mit Migrationshintergrund drin, die beleidigt oder bedroht werden können. Dann könnte man eben denken an das Verwenden von Kennzeichen, verfassungswidriger Organisationen. Aber da sieht man, genau wie gleich bei der Volksverhetzung auch, kommen wir gleich noch dazu, das große Problem, dass diese Straftatbestände alle aus der Zeit vor dem Internet so stammen und alle noch so die Vorstellung haben, gefährlich ist nur, was man öffentlich macht. Ja. Ne, zum Beispiel § 86a, das Verwenden von Kennzeichen, stellt das Verbreiten unter Strafe. Und Verbreiten ist die mit einer körperlichen Weitergabe einer Schrift verbundene Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, die Schrift ihrer Substanz nach einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Ja? Da stellt man sich den Nazi vor, der irgendwas auf dem Schulhof verteilt, ja? Oder in der Innenstadt irgendwelche Flugblätter verteilt. Und dieser Personenkreis muss dann auch noch nach Zahl und Individualität so groß sein, dass er für den Täter nicht mehr kontrollierbar ist. Und da muss man sagen, das ist nicht der Fall. Man weiß ja im Prinzip, wer in so einer Gruppe drin ist. Also bei WhatsApp gibt es, glaube ich, eine Obergrenze von 250 Menschen. Das ist einfach nicht Öffentlichkeit. Ne? Und öffentlich verwenden ist es eben auch nicht, denn öffentlich in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten Schriften verwenden wäre noch eine Tatbestandsvariante. Verwenden im Zeichen wahrnehmbar machen, ja, man schreibt das ja in diesen Chat rein, aber es ist halt keine Versammlung, ja, wenn das ist was rein Virtuelles und da würde ich denken, da ist dann die strafrechtliche Wortlautgrenze aktiviert, also man kann ja einen Straftatbestand immer nur bis zur Grenze des möglichen Wortsinns auslegen und ein Online-Chat ist keine Versammlung. Strafrechtliche Wortlautgrenze ist aktiviert. Ja, die Wortlautgrenze. Da müssen wir aufpassen. Ja, das ist für den Strafrechter, geht es da jetzt so richtig ans Eingemachte, Philipp. Ich merke schon. Ja, weil die Wortlautgrenze ist das, was man dann so schlau als heilige, ja, die als, Wortlautgrenze. Als nulla pöna sine lege previa beschreibt. Also man kann nichts unter Strafe stellen, was nicht schon strafbar war, zu dem Zeitpunkt, wo der Täter gehandelt hat. Das heißt, man kann also nicht hinterher hinkommen und sagen, hier, in dem Strafgesetz steht zwar Versammlung, ja, aber wir legen das jetzt einfach mal so aus, dass ein Online-Chat eine Versammlung ist. Und das geht einfach über den denkbaren Wortlaut von Versammlung hinaus. Verstehe. Deswegen funktioniert das nicht. Aber wie ist es denn mit Volksverhetzung? Also das haben wir ja auch schon gesehen bei Facebook häufig, was hier geäußert wurde, klingt auch nach Volksverhetzung. Ja. Wie ist das? Ja, es geht ja immer darum, wenn man in so einer Gruppe ist, man sieht das, was kann man machen? Da war ja auch die Frage des Hörers, kann ich zur Polizei gehen? Genau. Ab wann kann ich zur Polizei? Wie gesagt, Verwenden von Kennzeichen in so einem geschlossenen Chat ganz schwierig, aber wie gesagt, Volksverhetzung könnte noch in Betracht kommen, aber das ist leider auch ein rechtlich extrem komplexer Straftatbestand, denn Meinungen sind als solche nicht verboten. Ja? Also Meinungen darf man haben, auch die absurdesten Meinungen. Krass formuliert, man darf sogar Hitler-Fan sein und man darf das auch sagen. Ja? Man darf dann natürlich nicht anfangen, zum Beispiel die Verbrechen des Nazi-Regimes zu verherrlichen oder zu leugnen, das darf man dann wieder nicht mehr, aber im Prinzip darf man eben eine Menge denken und auch sagen, verboten sind, und das ist der Witz bei der Volksverhetzung, eigentlich nicht die Äußerungen, ja, da knüpft man zwar dran an, aber es geht eigentlich nicht um die Äußerungen, sondern es geht um die Effekte, die bestimmte Äußerungen auf die Menschen in Deutschland haben können, und da kommt jetzt wieder das Problem ins Spiel, dass es immer um die Öffentlichkeit, also zum Beispiel in Absatz 1 dieses Paragraphen 130
des Strafgesetzbuchs heißt es so schön, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, darf man bestimmte Dinge nicht sagen. Da geht es also immer um die Wirkung auf die Öffentlichkeit und da muss man sagen, eine geschlossene Gruppe ist einfach nicht das Forum, um den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt, da kommt man dann schon wieder an Grenzen. Wir haben eigentlich jetzt beim längeren Nachdenken vor allem ein kleines Detail gefunden im Volksverhetzungsparagrafen, wo dann möglicherweise eine Strafbarkeit in Betracht kommen könnte, denn in Absatz 2 Nummer 2 ist immerhin schon mal das Internet quasi angekommen im Strafgesetzbuch. Da heißt es nämlich, da wird unter Strafe gestellt, wer einen bestimmten Inhalt mittels Telemedien, wow, einer Person unter 18 Jahren oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das ist die eine Stelle, wo quasi die Gefährdung einer Person unter 18 Jahren mit der Einwirkung auf die Öffentlichkeit gleichgestellt wird. Und das ist so der Moment, wo man sagen kann, da könnte man anknüpfen, nur da stellen sich natürlich weitere Probleme. Also nicht alle Chats werden Minderjährige zu ihren Mitgliedern haben und dann müssen das natürlich auch die anderen wissen. Ja, also insbesondere der Täter muss das wissen, weil er sonst nicht vorsätzlich handelt. Und insofern glaube ich, wird auch der Volksverhetzungsparagraf in aller Regel in diesen Fällen versagen. Das heißt also, da haben wir rechtlich ein großes Problem, solche geschlossenen Gruppen, sofern sie nicht mit der Öffentlichkeit gleichzusetzen sind, weil sie irgendwie Zehntausende von Mitgliedern haben, strafrechtlich adäquat zu behandeln. Genau, also das heißt, da kann man wenig machen, wenn man in so einer Gruppe ist. Das macht das Problem ist umso größer, weil das zum Beispiel, also glaube ich auch, der Trend gerade in sozialen Medien ist, dass vieles ins Private abwandert. Das sagt auch Martin Fehrensen, der ist Autor dieses Social Media Briefing. Das ist so ein rechtslesenswerter Newsletter, den ich auch abonniert habe. Und der sagt zu diesem Dark Social genannten Phänomen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn sich 300 Leute in einer Facebook-Gruppe zusammenschließen und wirklich jeden Tag an diesem Thema reiben, dass das am Ende des Tages mehr Gewicht hat, als wenn so eine Seite 30.000 Fans hat, wo dann halt immer mal wieder irgendwer von diesen Fans erreicht wird und vielleicht mal ist mal so wie so kleine Nadelstiche sind. Ich habe das Gefühl, diese Facebook-Gruppen, das sind wirklich mehr so Keimzellen von politischen Ideen und dadurch, dass es wirklich so ja in so im Verborgenen passiert und man halt nicht so richtig erkennen kann, wer sich dort alles zusammenschließt und auch wie organisiert diese Gruppen teilweise sind, sehe ich das als riesengroße Herausforderung an. Also du kannst wenig machen, wenn du drin bist, aber du kannst auch in der Gesellschaft nicht reingucken und sehen, oh, da versammeln sich 1000 Nazis, was machen wir denn da? Er sagt, Facebook setze momentan vor allen Dingen darauf, also diese problematischen Inhalte insofern zu orten, als dass sich Leute aus diesen Gruppen bei Facebook melden. Mhm. Was natürlich jetzt auch nicht so wahrscheinlich ist, dass wenn du in so einer Gruppe drin bist, dass du da machst, Facebook, bitte hilf mal. Ja. Wir wissen, dass das wenig hilft in aller Regel. Eine Frage ganz kurz, haben wir den Martin Fehrensen schon vorgestellt? Ja, habe ich Martin Fehrensen vom Social Media Briefing Newsletter. Wunderbar. Und er sagt, ja, wie gesagt, Facebooks Strategie ist da ein bisschen unzureichend. Bei Facebook, ne, meinte, die würden das natürlich niemals zugeben, aber ich wette, die sind heilfroh, dass das sozusagen jetzt hinter geschlossenen Türen passiert und nicht mehr irgendwie so sichtbar auf den Facebook-Pages, wo jeder Journalist, der sich noch nicht mal 3 Wochen mit Facebook auseinandergesetzt hat, hingehen kann und einen Screenshot machen kann und sagen kann, was ist das denn? Und das jetzt sozusagen da wirklich im Verborgenen passiert und ihnen somit halt irgendwie erstmal Zeit verschafft und nicht so direkt um die Ohren fliegt. Was also, machen wir jetzt, Philipp? Ja, machen wir jetzt, also Facebook dicht machen. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Es sei denn, wir könnten noch irgendwie, ich weiß nicht, Gesetze verschärfen. Ja, ich glaube ja ehrlich gesagt, Facebook zu machen, Zentralforderung hier genau, wir fordern eigentlich immer mehr Strafrecht. Nein, aber also ich glaube, die Plattformen zuzumachen ist wahrscheinlich weniger die Lösung, denn es finden sich dann immer neue Plattformen. Ja. Also man wird ja nie an den Punkt kommen, wo es keine Messenger mehr gibt und keine sozialen Netzwerke. Also ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie verhalten sich Menschen auf diesen Plattformen. Ich denke mal, grundsätzlich wäre es gut, diese Radikalisierungseffekte in den Filterblasen aufzubrechen durch Gegenrede. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich denke, da ist einfach auch jeder Einzelne gefordert, der in diesen Gruppen Mitglied ist. Vielleicht ist ja auch nicht jeder unter seinem Klarnamen da registriert. Ne? Das hängt natürlich ein bisschen von der Gruppenpolicy ab, wie konspirativ die vorgehen. Aber wenn man da jetzt nicht unter Klarnamen drin ist, kann man ja möglicherweise auch mal ein bisschen trollen. Auf der anderen Seite fliegt man dann vielleicht raus. Also ich will da jetzt nicht so tun, als könnte man diese Gruppen durch Gegenrede in der Gruppe platt machen, aber möglicherweise vielleicht doch dem Ganzen so ein bisschen die Spitze nehmen. Ansonsten,
denke ich, muss man gesellschaftlich drüber nachdenken, ob möglicherweise nicht tatsächlich insbesondere der Volksverhetzungsparagraf zu eng ist. Wie gesagt, der geht immer so von diesem klassischen Bild aus, dass Äußerungen gegen zum Beispiel Gruppen, ja, die sich religiös oder ethnisch definieren lassen, dass die nur dann eine Gefahr sind, wenn sie den öffentlichen Frieden stören. Das ist immer so diese Idee der Einwirkung auf die Öffentlichkeit. Ich glaube aber, dass das einfach vorbeigeht an der Realität in sozialen Netzwerken und dass das insbesondere diese Filterblasen, Echokammer-Effekte mit dieser extremen Radikalisierung mangels Gegenrede völlig aus dem Blick verliert. Und wahrscheinlich ist es wesentlich gefährlicher, wenn sich in solchen Gruppen was radikalisiert und dann eben im zweiten Schritt auch Menschen zur Tat schreiten. Da gibt es inzwischen Untersuchungen, dass man das sogar nachweisen kann, dass solche Filterblasen auch dazu führen, dass Menschen tatsächlich Straftaten begehen. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Gesetzgeber hat das noch nicht mitgeschnitten. Ich sehe auf der anderen Seite die große Gefahr, wie definiere ich dann das, was wirklich gefährlich ist. Ne? Wir haben ja schon eingangs gesagt, einfach nur eine Äußerung zu kriminalisieren ist schwierig. Es muss immer gehen um die Gefahren, die das mit sich bringt. Insofern habe ich da jetzt auch nicht die, die ultimative Lösung parat. Aber ich glaube, der Volksverhetzungsparagraf könnte an dieser Stelle mal ein Update vertragen, der die Gefahren durch Radikalisierung in solchen geschlossenen Gruppen zu adressieren versucht. Wir haben uns das wichtigste Thema für den Schluss aufgehoben. Apropos Gefahrenabwehr. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Interview gemacht mit einer Wolfsforscherin. Ist das so? Ja. Und das war was total Exotisches. Ich dachte, eine Wolfsforscherin? Sie so, ja. Das klingt so wie Löwendomteurin. Da kommen die Wölfe aus dem Osten. Die kommen nach Deutschland. Die Wölfe mit Migrationshintergrund. Genau. Furchtbar. Da bin ich auch hellhörig geworden und habe gedacht, oh, wenn das nicht mal ein Problem wird. Ja. So. Und heute sind sie da. Die Wolfskrise ist da. Die Wolfskrise, ja. Heute haben wir die Wölfe da. Wir haben so 73 Quietsch Rudel. Rudel. Rudel in Deutschland. Wolfsgroßfamilie. Wolfsgroßfamilien, so Sachsen, Sachsen-Anhalt. Ja. Ja. Die Wolfsfamilie aus dem Osten. Jeder gute Witz setzt auf Ressentiments und Vorurteile auf. Da habt ihr es. Quod erat demonstrando. Da ist er, so, der Ulf. Coole Idee. Und wir haben so, je nach Schätzung, Jäger sagen mehr, Umweltschützer ein bisschen weniger, 700 bis 800 Tiere so in Deutschland. Ne? Wie gesagt, eher so Ostdeutschland nach Niedersachsen so. Das sind Großfamilien, Philipp. Absolut. Ja, 10 bis 15. Die haben großen Radius. Und da ist es jetzt also so, dass sich natürlich, wenn die Wölfe kommen, was passiert als nächstes? Deutschland gründet eine Behörde. Ach so. Ja. In diesem Fall. Das Wolfsamt. In diesem Fall die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, kurz DBBW. Die gibt's wirklich. Gibt es auch dbbw.de? Hast du schon gegoogelt? Die haben eine Webseite, ob das dbbw.de ist. Nee, dbbw.bund.de. Irgendwie sowas. Okay, finden wir. Jedenfalls, die sind also mit dieser großen Herausforderung konfrontiert, Informationen und Beratungsleistung zur Verfügung zu stellen. Und die gucken natürlich auch, was machen denn die Wölfe hier? Mhm. Und die erstellen also unter anderem, das ist die gute Frage. Ja. Ich finde, da müssen auch die Wölfe ihren Beitrag leisten. Nicht nur der Hund, ja? Nicht nur die Einheimischen. Kaniden. So. Ja. Also so. Das ist mir auch ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn man sich mal diese Schadensbilanz ansieht. Denn was macht eine gute Behörde einmal im Jahr? Schadensbilanz. So auch die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Der aktuelle Bericht ist noch nicht raus. Für 2017 weiß man, es gab 472 dokumentierte Vorfälle. Ich übersetze das mal mit Angriffe. Ja. Ja, das sind 66% mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt reden wir hier über 1667 tote, verletzte und vermisste Tiere, vor allem Schafe. Okay. Ja, das sind 55% mehr als im Vorjahr. Mit anderen Worten, der Bundesverband der Schafe protestiert auf das Schärfste. Wir hatten bisher noch keine Menschenopfer. Nicht? Nein. Aber es ist eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Klar, in Deutschland, erste Maßnahme, Problemwölfe abschießen. Haben wir zweimal gemacht. Ja, der erste, den kennen wir nur unter seinem Codenamen, GW717M.
Dem zweiten, nee, das war der, Entschuldigung, das war der zweite. Der erste hieß noch Kurti. Kurti. Aber das klang irgendwie zu süß. Ja, da, weiß ich auch nicht. Das eignet ja, sich das nicht, Problem um gegen ist Kurti ja, zu mobilisieren. Nein, das Problem ist ja, wenn du jemanden erschießt, der Kurti heißt. Ja. Oder hast du ja, hast ja sofort bist du ja der Böse. Alle gegen dich. Das geht ja gar ja? nicht. Nee, aber nee. Wenn du jemanden erschießt, der GW717M heißt. Und der dann auch 40 Tiere auf dem Gewissen hat. Ja, 40 Tiere. Ja, ein quasi GW sonst was, der Ripper. Ja, da muss was getan werden. So, ja. Also bisher wurden diese Problemwölfe abgeschossen, 2. Wir haben aber die Schadensbilanz der Beratungsstelle zum Thema Wolf gehört. Da müssen natürlich die Politiker irgendwie auflaufen. Das tun sie auch in Person der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU und Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Und die haben jetzt 2 relativ konträre Positionen. Klöckner sagt mehr oder weniger, ja, wir müssen die zum Abschuss freigeben, um sozusagen den Bestand zu regulieren. Ja. Und Svenja Schulze von der SPD sagt, ja, nee, wir wollen erstmal das Naturschutzgesetz ändern, um, das wird die Juristen erfreuen, sie möchte, dass nur besonders auffällige Wölfe geschossen werden. Ja. Oder nur dann geschossen wird, wenn der Wolf Elektrozaune überwindet. Mhm. Ja? Also quasi Stalleinbrüche von genau. Wölfen. Dann hört der Spaß auf. Und ja. Der Abschuss darf erst passieren bei ernsthaften landwirtschaftlichen Schäden. Heute muss der Schaden erheblich sein. Okay. Ja? Also erheblich ist oder ernst? Okay. Ja. Ne? Also jetzt erhebliche Schäden, das haben ja. Die Gerichte natürlich auch, die ganzen Wolfsgerichte haben das durch. Da ist der erhebliche Schaden, ist, wenn jemand die Existenz bedroht ist. Das ist ein erheblicher Schaden. Und wenn man natürlich von einem ernsthaften, wenn man nur von einem okay. ernsthaften landwirtschaftlichen Schaden ausgeht, dann ist das nicht so ernsthaft, denn, ne, also es ist ja ernsthaft, aber es ist nicht die Existenz bedroht. Also es geht darum, die Hürde zu senken, um diese Wölfe abzuschießen. Und wohlgemerkt, es geht bei Existenzbedrohung um den Landwirt, nicht um das Schaf. Ja? Absolut. Ja. Die sind uns egal. Ja, und bei dem Schaf ist das eh existenzbedrohend, egal. Ne? Jeder ja. Angriff, vermutlich. Aber gut, jetzt kommt genau, die empfinden wahrscheinlich ja. ihren, genau. Gut, sparen wir uns den Witz. Die Naturschützer sagen und auch die Beratungsstelle zum DBBW. Thema Wolf, DBBW, sagt, Abschuss bringt erstmal nicht so richtig viel, wenn überhaupt nur kurzfristig. Es müssten erstmal der Herdenschutz ausgebaut werden. Ja? Also es würde überall da. Für die Schafsherden, nicht für die Wolfsherden. Nicht ja. für die Wolfsherden, ja. sondern für die Schafsherden, Zäune aufgestellt, Herdenhunde, denn die größten Opfer gäbe es immer da, wo der Wolf zum ersten Mal auftaucht. Sprich, unvorbereitete Attacke. Deutsche Schafe. Ja, okay. Genau. Also wo die Herden und die Hirten noch nicht darauf eingestellt sind, dass da Wölfe rumlaufen, da haben die halt ihren Bastzaun stehen und da springt der Wolf einfach rüber. Jetzt sagen die Jäger, auch da, wo diese Elektrozäune sind, springt der Wolf rüber, weil der Wolf ist schlau. Deswegen ist also der Streit entbrannt. Mal, wir brauchen eine Mauer, völlig klar. Wir brauchen eine Mauer. Build the wall. Ja. Was gegen Mexikaner hilft, kann gegen den Wolf nicht falsch sein. Aber, und das kann ich nur unterschreiben, alle sagen und sind sich völlig einig, auf keinen Fall füttern. Nicht. Nicht. Ich weiß das aus Äthiopien, wo ich Affen begegnet bin. Ja. Und überall stand das Schild, nicht füttern. Weil die sonst irgendwie denken, oh, Mensch ist eine Nahrungsquelle. Und wenn der mir nichts gibt, dann hole ich mir das. Und die Affen in Äthiopien können sehr aggressiv werden, aber da sie niemand füttert, waren sie ganz handsam und haben ihr Gras gegessen. Und ich glaube, so ist das mit den Wölfen auch. Die Biologen werden in die Tischkante beißen, aber ich glaube, so ist es. Ja? Sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Ich glaube, ich schließe mich, also wir haben ja immer am Ende eine Position der Lage ja. und die Position, unsere Forderung lautet, erst muss der Herdenschutz ausgebaut werden, bevor wir die Wölfe ans Gewehr liefern. Mit anderen Worten, wir wollen verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen. Genau. Der Rest ist Panikmache. Ja? Und wir können das jetzt ja mal auch testen mit einer Umfrage. Wer von euch hier im Saal hat schon mal einem Wolf in die Augen geblickt? Ups. Ups. Oh, 2. Ich zähle an. Was? 2, 3. Wo? Ja, doch, sind 3. Also in freier Wildbahn. 3, Zoo zählt nicht. Ich will keine ja. Zoomeldung. Okay. Und keine verwilderten Schäferhunde. Wir wollen nur echte Wölfe. Und auch keine Schäfer. Weil die sind befangen. Die sind von Berufswegen befangen. Befangen. Genau. Befangen. Ein Schäfer, der schon mal einen Wolf in die Augen geblickt hat, der zählt nicht. Der zählt. Okay, also und wie war's? Wie war's? Spannend. Okay. Okay. Also, meine Mutter hat schon mal einen Wolf in die Augen geblickt. Wir wussten also, wenigstens wird die Trefferquote 1 sein. Ja, das genau. war klar. Und meine Mutter ist heute Abend hier. Insofern würde ich sagen, alles cool. Die Mama von Philipp hat's gut überstanden.
Das ist doch schön. So, das würde ich sagen, war der Ausklang, das war das Ende. Wir haben die Lage der Nation ausführlich und abschließend beurteilt. Und auch die Lage der Wölfe, ja. Absolut. Die Situation der Wölfe ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Bei den Schafen fragen wir noch nach, da liefern wir ein Update. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben noch ein paar Programmhinweise. Genau, bevor ihr alle in den verdienten Applaus ausbrecht, also wir waren... für das super Publikum. Programmhinweis, wir waren bei Birmingham, haben es mitgekriegt, den Link packen wir in die Shownotes, wir danken. Genau. Bei Neo Magazin Royal kann man das nachgucken. Genau. Kleiner Tipp, wir fanden am allerschönsten eigentlich den sogenannten Webteaser. Es gibt bei Neo, habe ich bei dieser Gelegenheit gelernt, gibt es immer eine Art Werbespot im Internet, mit dem das die Redaktion die Sendung abends anteasert und das ist eigentlich der schönste Teil. Damit ihr den nicht verpasst, packen wir das in die Shownotes. So, wir danken Surfview, die hier für unseren Livestream, für die Abonnenten und das WLAN gesorgt haben und genau, jetzt müsst ihr die Zuschauer fragen, könnt ihr schicken an team@lagedernation.org. Oh, da sind schon einige gekommen. Einige, das reicht für drei bis vier. Checkt doch mal rein. Das gibt es sozusagen für die Abonnenten als Plus-Show und für die Leute hier im Saal sowieso for free. Hier noch die Ankündigung, nach der Show machen wir die Aftershow im Restaurant. Euer Pfand bitte bei der mobilen Bar im Flur abgeben, da kann man nur Pfand abgeben, aber das dann bitte auch machen, danach halt ins Restaurant. Genau, das ist diese Bar unten, quasi mit Blick auf die Spree. Freuen wir uns sehr, da gehen wir natürlich auch hin, trinken noch ein Bierchen und freuen uns sehr, euch zu sehen. In diesem Sinne, Ende der offiziellen Show. Danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Herzlichen Dank. Stop.